Ja, aber ich finde, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Man kann auch in der Zivilisation schöne Erfahrungen machen, ein sozial angenehmes Leben führen. Jedem sollte das doch selbst überlassen bleiben. Ja, natürlich. Vieles in der modernen anonymen Welt befriedigt zwar den Menschen und kann ihm einen halbwegs annähernden Ersatz für seine urtümlichen Instinkte und Gefühlsbedürfnisse liefern, die er einst im Stamm lebte und erlebte. Doch oft bringen diese Ersatztätigkeiten weitere Probleme mit sich, weil sie innerhalb des modernen, anonymen und abgeschotteten Lebens trotzdem isolieren, Probleme durch Überstimulation erzeugen oder nur symbolische Erfüllung bieten. Sie sind verzerrt, oft nur eine Illusion und entsprechen selten den originalen bzw. naturgetreuen gesellschaftlichen Bedingungen eines Stammeslebens zum Beispiel dann, wenn Menschen in den Sendungen des Fernsehens Zerstreuung, Unterhaltung oder eine Ersatzgeselligkeit suchen oder wenn ein Smartphone-Besitzer glaubt, dass seine Sozialkontakte in Form von Facebook-Einträgen Teil eines echten sozialen Lebens seien. Auch wurden in der zivilisatorischen Welt aus vielen einst relativ harmlosen sozialen Erscheinungsformen des Stammeslebens, wie beispielsweise dem Lästern oder dem Ausgrenzen sehr gefährliche und niederträchtige Verhaltensformen, die in einem eng vertrauten Stamm nicht diese Form von Aufhetzung oder herzloser Intriganz erzeugt hätten. Lestern hatte dort sogar ganz andere psychosoziale Aufgaben. Heute aber, wenn sich Menschen in halbanonymen oder sozial-oberflächlichen Umfeldern diesen niederträchtigen Verhaltensweisen hingeben, im Beruf, der Schule oder der Nachbarschaft, wird dies zum Beispiel zur Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen, zur Selbstdarstellung oder für die Akzeptanz der eigenen Person genutzt, und weil dadurch Gemeinsamkeiten, Ablenkung und oder vertraute Geselligkeit empfunden werden können. Die Entstehung und die enorm destruktive Wirkung jenes überkompensatorischen Verhaltens basiert dabei meistens auf einer familiären, überwiegend kleinfamilier stattfindenden Sozialisation, die für unsere Psyche und geistige Entwicklung enormes Fehlentwicklungspotenzial bereithält. Destruktivität, Rücksichtslosigkeit, sozial-amoralisches Verhalten, psychische Unausgeglichenheiten oder geringeres Einfühlungsvermögen und Mitgefühl sind nur einige wenige Resultate davon. Und das sind nicht nur die Kleinfamilien und die Städte, die das erzeugen. Großfamilien und Dörfer fördern diese Problematik in anonym aufgebauten Zivilisationen ebenso. Bei all unseren heutigen Sozialtätigkeiten treiben uns immer die uns angeborenen Stammesinstinkte an, die aber oft unnatürlich umgesetzt werden. Sie bleiben daher in ihren Erscheinungen und Facetten oft blass, auf Oberflächlichkeiten begrenzt, sind entstellt oder werden pervertiert und äußern sich deshalb manchmal sogar in blanker Bosheit, Hinterhältigkeit oder Zerstörungswut. Wir wissen, die Menschheit hat mit ihrer Zivilisation innerhalb der kleinen und großen sozialen Strukturen sehr, sehr viele Probleme. Doch korrigiert werden diese Probleme nur oberflächlich, es ist nur Stückwerk, und man geht dabei nie auf die eigentlichen zugrunde liegenden Probleme ein, weil man nicht weiß, woher diese Probleme eigentlich wirklich kommen. Dieser wichtigste Hintergrund der Herkunft unseres menschlichen Sozialverhaltens und Verstandes, also das Stammesleben, wird von der Wissenschaft so gut wie überhaupt nicht beachtet, erforscht, begriffen und zur Anwendung von Lösungen verwendet. Hinzu kommt, dass unsere Welt von Wesen manipuliert wird, die aus ihren Vorstellungen, wie Fortschritt und Entwicklung gefördert werden müssten, unser aller Leben nur noch in eine Spirale aus Arbeit, Geld, Mühe und Anstrengungen verwandelt hat. Und die Menschen finden sich irgendwann damit ab, machen es sogar zu ihrem Lebenssinn, weil sie eh aufgehört haben, nach anderen Lösungen zu suchen. Doch wozu die ganze Arbeitsmühe, wenn dabei doch das wahre große Glück fehlt – ein Glück das nicht entstehen kann, wenn wir unser Leben von den Entwicklungs- und Fortschrittswegen einer fragwürdigen biologischen Digitalisierung bestimmen lassen. Eine Lösung für all die zivilisatorischen Probleme kann man auch nicht anhand religiöser Mahnung und Predigten zur Liebe, zur Eintracht oder zur Rücksicht gegenüber seinen Mitmenschen erzeugen. Dies sollte unsere Zivilisationsprobleme seit jeher nur erträglicher machen wenn seichte Ratschläge, Ansätze und Hilfen gegeben werden, wie man zum Beispiel aufeinander zugehen und miteinander umgehen soll. Das hört sich gut an, sind aber nur Oberflächenkorrekturen, es verändert auch nichts grundlegend zum Besseren. Nie wird von Religionen vermittelt, woher unsere Probleme wirklich kommen, weshalb sie ausgelöst werden und was getan werden muss, um etwas an unseren Problemen nachhaltig zu verändern lediglich weise und anmutig klingende Ratschläge werden gegeben, wie man dem Fremden, dem Gierigen, dem Mörder, dem Dieb, dem Ungerechten oder dem Lästerer in der Welt begegnen solle. Weiß man, woher unsere Probleme wirklich stammen, sieht man, dass alle religiösen Ratschläge nur halbherzig und stumpf sind, oft sogar nur lächerliches Gewäsch. Es soll uns nur hinhalten, all das auszuhalten. In Religionen wird nicht mal ansatzweise davon gesprochen, worin die Ursachen für unsere Probleme liegen. Das wird noch nicht einmal versucht. Alles wird in moralisch dramatische Geschichten, anschauliche Analogien und Konstrukte gepackt, um den Eindruck zu erzeugen, dass all unsere Zivilisationsprobleme Gott gegeben seien. Gleichzeitig kann dem Menschen über diese Darstellungen dann noch eine tiefergehende Weisheit suggeriert werden. Hieran zeigt sich, wie geschickt und einfach Religionen die Verzweifelten, Verwirrten und gleichzeitig auch die Enttäuschten der Welt einfangen können. Religionen hatten nie das Ziel, ganzheitliche Lösungen für den Menschen zu finden. Ihnen fehlt ganz bewusst die Schärfe und Kritik an der Welt. Und zwar deshalb, weil sie dafür da sind, die Welt nicht verbessern zu sollen, sondern ihr Ziel nur darin liegt, für Menschen die Probleme erträglich zu machen allein deshalb darf keiner religion anspruch auf geistige führerschaft zugestanden werden sie sind allesamt grausige machtinstrumente die menschen unter dem deckmantel einer heuchlerisch spirituellen botschaft für eliten adel und den klub lenkbar machen schäbig und schändlich auch wenn man sieht wie sie menschen die sich aus reinem herzen diesen glaubensrichtungen anschließen zu willfährigen werkzeugen machen wie Menschen aufgrund ihrer geistigen Abhängigkeit, gutgläubigkeit, Demut und Hörigkeit ausgenutzt und benutzt werden, und alles, weil Menschen das Richtige tun und Gott dienen wollen. Das ist wahrlich Verbrechen. Ich will damit nicht Kritik an den trostspendenden oder stützenden Ansätzen von Religionen ausdrücken, sondern dass selbst den freigeistigen Menschen in diesen Religionen die Kraft, die Weitsicht und Beweglichkeit fehlt. Dass sie alle gar keinen revoltierenden Drang verspüren, die sozial kaputten Strukturen auf Erden zu kritisieren, darauf aufmerksam zu machen und sie anzugehen. Dass sie das auch überhaupt nicht verstehen, verändern oder reformieren wollen und dafür beginnen zu kämpfen. Sie machen einfach immer nur alle mit dem herkömmlichen Kram weiter und ergeben sich einem 5000 Jahre alten Zeitgeist. Eigentlich einem fast 30.000 Jahre alten Zeitgeist. Einem Verhalten, wodurch die Menschen gesellschaftlich stets zurückentwickelt bleiben, gemeinschaftlich und zwischenmenschlich völlig verarmt sind. Sie, die Menschen in den Religionen, lassen diese Zukunftsentwicklung ganz träge einfach zu. Es ist immer dasselbe. Sie fühlen sich dafür gar nicht verantwortlich. Dabei ist das Wehren dagegen und die Erkenntnis, wer und was wir sind, dass wir spirituelle Stammeslebewesen sind, einer der wichtigsten Eckpfeiler, um sich befreien zu können. Also neben der Verhinderung der KI, der spirituellen Renaissance und der Bekämpfung der globalen Vereinheitlichung der Menschheit. Ja, das ist wahrlich problematisch. Die Kirchen sind gelähmt und handlungsunfähig. Die ehrlichen Menschen darin machen Traditionspflege und betreiben Reliquienverehrung und peinlichsten Glaubensfetischismus, anstatt sich mal mit Problemen von Menschen hautnah und echt zu beschäftigen. Sie kommen nicht zu den Menschen, sondern sie warten darauf, dass die Menschen zu ihnen kommen mit ihren ganzen Verletzungen. Und dann gibt es auch nur Mitgefühl oder gemeinsames Fürbitten. Das ist wirklich zu wenig. Darum sollte es ja eigentlich primär auch gar nicht gehen, oder? Und dann noch all diese Widersprüche. Bedenkt man an sich nur das seltsame Treiben hinter den verschlossenen Türen Roms einmal. Vor allem dieser Verein in Rom. Ihr wechselnder Anführer wirft's immer mit so frommen und netten Sprüchen um sich. Und viele denken, er würde wirklich dafür einstehen. Doch das sind nur lieblich gehaltene Worte, sonst nichts. Dahinter steckt nur ein menschenfressendes Monster. Dieses Monster verkörpert eine Stellvertretung, die es nicht ausführen darf, und es verkündet eine eigene falsche göttliche Botschaft, eine falsche Prophetie. Denn Prophetie bedeutet Verkündung einer göttlichen Botschaft, und bei denen ist es eine Botschaft, die ein rein materiell physisches Langzeitziel hat, die biologische Digitalisierung. Durch und mit dem Thema Religion sind wir ja jetzt auf einen Themenschwerpunkt gestoßen, womit sich Glaubenssysteme im weitesten Sinne auch beschäftigen und worauf Sie, Herr Laurent, in diesem Interview ja auch noch näher eingehen wollten, nämlich die Ereignisse der kommenden Apokalypse und ihrer potenziellen Ablaufvarianten. Es geht also um den Ablauf der kommenden Ereignisse, zu denen Sie einige Details erläutern wollen, damit die Menschen sich für jene Zeit und für die Zeit danach besser vorbereiten können. Also damit sie sozusagen in der Postapokalypse nicht weiter betrogen werden. Ja, darum geht's. Nun. Wie ich erwähnte, werden derzeit von Eliten, Adel und Club die Varianten des kommenden Katastrophenszenarios geprüft. Wie man sie miteinander vereinbaren, variieren, abändern, ergänzen und improvisieren kann. Darum geht es derzeit. Als normaler Mensch muss man sich deshalb zunächst einmal bewusst werden, dass es keine guten oder schlechten in diesem Szenario geben wird. Alle miteinander in Konflikt geratenen Parteien gehören auf der höchsten Ebene dem Regieführenden Adel und dem Club an, die das Ganze inszenieren, auch wenn die untersten Eliten und ausführenden Lakaien diesbezüglich falsch unterrichtet oder desinformiert sind. Trotzdem sitzen sie überall, deshalb braucht ein Mensch auch nicht davon sprechen, welche Seite es wert sei, für diese Ideale zu kämpfen. Nach dem Szenario wird der uralte digitale Adel in die Region der Erde umziehen, wo sich dann die beste und einflussreichste Machtposition zur Kontrolle dieses Planeten und der Menschheit befindet. Ein geophysikalisches Ereignis bzw. Einwirkung nutzt man, um die Weichen neu zu stellen und um gleichzeitig bestimmte soziale und technische Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Für den digitalen Adel geht es dabei nur um die bequemste und reibungsloseste Verlagerung seiner Machtstrukturen. Es bleiben dieselben Herrscherhäuser. Das muss man wissen. Daran wird es keine Veränderungen geben. Hm. Und was wird sich demnach ereignen? Das geophysikalische Ereignis, das auf dem Planeten und seine Bewohner zurollt, ist ein Ereignis, das sich so extrem in das kollektive Bewusstsein der Menschheit einbrennen wird, dass es wichtig ist, vorher genauestens darüber Bescheid zu wissen. Ansonsten wird es sich so traumatisch einbrennen, dass die Überlebenden dadurch besonders lenk und manipulierbar werden. Zuerst religiös, dann sozial, politisch und schließlich technisch. Und die gesamte Menschheit schließlich in die besagte Sackgasse der Geschichte rennen würde. Darüber muss man Bescheid wissen. Es ist ebenso wichtig, wie über die geheimen Mächte im Hintergrund informiert zu sein. Um die Menschheit auf einige hunderte Millionen Menschen für die geplante künftige Digitalisierung reduzieren zu können, installierten und manipulierten Klub und Adel in den letzten Jahrhunderten hellseherische oder prophetische Texte, um daraus die Möglichkeit zu schöpfen, mit ihrem inszenierten Schauspiel aus Katastrophen und Rettungsereignissen flexibel während der Apokalypse agieren zu können. Sie erzeugten oder veränderten Prophezeiungstexte auch deshalb, weil für die Menschen schwammig bleiben soll, wie man sich vor den Katastrophen effektiv schützen und darauf vorbereiten kann. Denn gerade der Selbstschutz ist wichtig, wie man vorsorgen kann und auf was man besonders zu achten hat. So können viele Millionen Menschen gerettet werden, sehr viele, und das wird wichtig, um das digitale Adelsgeschlecht und den Club danach enttarnen, aufspüren und beseitigen zu können. Die Menschen sollten sich bewusst sein, dass die Mehrzahl aller apokalyptischen Prophezeiungen von Sehern und Weissagern stammt, denen diese Visionen vom Club neuronal in die Köpfe gespielt wurden alles, um den exakten Ablauf nebelhaft und dehnbar zu halten. Die Texte der wenigen echten Weissager wurden zudem umgebaut und meist angepasst, also manipuliert. Nur an den wenigsten Stellen mancher Seher kann man daher andeutungsweise erkennen, was da wirklich auf uns zukommt. Trotzdem ist das immer noch viel zu ungenau. Doch darauf will ich gerne eingehen. Da bin ich gespannt. Was wird uns vorenthalten? Naja, allzu genau darf ich nicht immer werden. Denn damit das geplante Inszenierungskonstrukt von Club und Adel nicht auseinanderfällt, das ja auch durch jene Prophezeiungen von sogenannten Wahrsagern, Sehern und Propheten gedeckt und legitimiert wird, werde ich auf die manipulierten und installierten Prophezeiungstexte nicht immer allzu ausführlich eingehen dürfen also nicht alle Betrügereien zeigen oder detailliert auf alle möglichen Rekombinationen und Varianzen dahinter eingehen können oder sie vollends entlarven dürfen. Das darf aufgrund der drohenden Auflösung des Inszenierungskonstrukts des Clubs nicht vollständig kommuniziert werden. Aber ich werde jetzt trotzdem sehr offen über die geplanten Ereignisse sprechen und Ablaufvarianten erwähnen, die von den Sachbuchautoren und Deutern dieser Seher und Wahrsager für diese Katastrophenzeit überhaupt nicht erwähnt oder angedeutet wurden, um somit wenigstens Hinweise geben zu können, über die dem Zuschauer und Leser schlussfolgernd dann mitgeteilt werden kann, was dies für sie noch an spezielleren Vorsorgemaßnahmen oder Charaktereinstellungen nötig macht. Das geophysikalische Ereignis soll das eigentliche Hauptereignis werden, woraus einige weitere Katastrophen hervorgehen werden. Vor diesem Hauptereignis wird ein finanziell wirtschaftliches Chaos inszeniert werden, gefolgt von ein oder zwei Kriegen auf globaler Ebene. Das finanziell wirtschaftliche Chaos ist so geplant und soll so inszeniert werden, dass es für Menschen nachvollziehbar sein wird, warum es kommen musste. Der Auslöser dafür wird womöglich ein gewaltiges inszeniertes Psychopathenstück allererster Sahne werden, das die Finanz- und Wirtschaftskatastrophe in Gang setzt und es somit für den Normalbürger nachvollziehbar macht. Dieses Psychopathenstück kann aber auch erst später oder getrennt von dem einzuleitenden Finanz- und Wirtschaftschaos stattfinden, je nachdem, wie man es inszenieren und die Welt lenken muss. Die Menschen sollen jedenfalls vor dem großen Kriegs- und Naturkatastrophenchaos in eine enorme wirtschaftliche und soziale Schieflage geraten, in denen sie sich weniger bis überhaupt nicht um eine Vorsorge für weitere Katastrophenzustände kümmern werden bzw. nicht kümmern können. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Begleitet wird das Ganze womöglich schon zu diesem Zeitpunkt von weltweit auftretenden kleineren Erdbeben. Tsunamis und Vulkanausbrüchen. Außerdem ist Terroralltag. Bürgerkriege brechen in manchen westlichen Ländern aus. Der sogenannte Islamische Staat erwacht in Europa und bringt plötzlich all die Kämpfer zum Vorschein, die durch die sogenannte Flüchtlingskrise nach Europa eingeschleust wurden. Diese sogenannte Flüchtlingskrise oder Welle war eigentlich eine sehr offensichtliche Aktion. Jeder wache Bürger hätte anhand der überwiegend männlichen, jungen, wohlgenährten und teilweise auch gut durchtrainierten Flüchtlinge aus dem Nahen Osten oder Nordafrika merken können, was vordergründig dahinter steckte. Echte Kriegsflüchtlinge sehen ganz anders aus. Dann, während der wirtschaftlichen Katastrophe und dem enorm zunehmenden Terror, sollen die Bevölkerungen über die geheimdienstlichen Aktionen verbündeter Länder und Staaten erfahren die mittels gezielter Unterstützung und Errichtung von Terrororganisationen IS Kämpfer nach ganz Europa einschleusten, zur Destabilisierung. Diese Infos werden dann offiziell über die gelenkten Mainstream Medien verkündet, um die Wut der Bevölkerung auf die niederen Eliten zu lenken, die den Menschen all diese Missstände, den Betrug und die Ausbeutung ursächlich eingebrockt hätten. Diese niederen Eliten, die teilweise selbst nicht Bescheid wissen, werden dann als Buhmänner hingestellt, um nach Krieg und Naturkatastrophen neue Führer, Lenker und Ziele etablieren zu können. Gestützt wird das Ganze in den Mainstream-Medien dann auch noch durch plötzlich herauskommende Wahrheiten über den 11. September, John F. Kennedy, CIA-Operationen, unterdrückte Technologien, bestialische Verhaltensweisen und Taten der niederen Eliten. Oder was mit dem Mond los ist, dem Finanzkartell, der Pharmaindustrie und so weiter. Viele historische Ereignisse werden klargestellt. Viele Dinge werden plötzlich aufgedeckt, die gestern noch eine sogenannte Verschwörungstheorie waren. Plötzlich werden es Tatsachen. Das gehört zur Täuschung dazu. Und die Völker beginnen zu kochen. Sollten sich der digitale Adel, seine Blutsverwandten, und die höheren bzw. unsichtbaren Eliten in dieser Phase jenes Planspiels dann nicht dafür entscheiden, die Bevölkerungen auch über all die kriminellen Operationen weltweit agierender Nachrichtendienste zu informieren, werden die Bevölkerungen selbst beginnen, hinter den terroristischen Aktionen eingeschleuster IS-Kämpfer Geheimdienstoperationen zu vermuten? Also egal, ob die Menschen von den Medien über Geheimdienstoperationen, den staatlich geförderten Terror und deren Ursachen erfahren oder nicht, die Menschen in den einzelnen Ländern reagieren auf das herrschende terroristische und finanzielle Chaos selber mit Brutalität und Gewalt. Sie gehen auf die Barrikaden. Zufassende Politiker, Finanzjongleure, Deep State Angehörige, Lakaien, Geheimdienstmitarbeiter, und die offiziell Verantwortlichen werden verraten und von aufgebrachten Bevölkerungsanteilen aufgespürt und einfach gelüncht, während sich einheimische und fremdländisch aussehende Menschen beginnen, sich gegenseitig zu jagen, zu vergewaltigen und zu töten. Und dann sollen noch die eingeschleusten Kämpfer des IS in das Chaos mit einsteigen. Vergessen Sie dabei aber nicht! Das alles ist von Adel und Club einkalkuliert und soll so stattfinden. Wenn all dies geschieht, regen Sie sich nicht mit auf, sondern erkennen Sie, was wirklich geschieht. Prügeln Sie nicht mit ein, sondern erkennen Sie den Plan dahinter. Wie all dies genau ablaufen wird, wie dabei also die Detailreihenfolge sein wird, ist den Herrschenden eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache ist, die Bevölkerungsschichten gehen aufeinander los und es gibt Brutalität, Chaos, Mord, Hunger, Elend, Gemetzel und Totschlag. Einerseits also, weil sich aufgrund des wirtschaftlichen Zusammenbruchs enorm und unaufhaltsam der Zorn Bahn bricht, und andererseits wegen terroristischen Aktionen, Christen gegen Muslime und die gesamten Bevölkerungen gegen IS-Kämpfer, gegen Herrschende, gegen Politiker, gegen scheinbar Mächtige und gegen vorgeblich reiche und gut situierte Menschen der Gesellschaft. Dieses ganze Chaos soll dann auch ein späteres Eingreifen ausländischen Militärs ermöglichen und teilweise auch rechtfertigen. Während dieser chaotischen Ereignisse in Europa soll es dann auch im Nahen Osten richtig heiß werden. Es werden sich erschreckende kriegerische Aktionen ereignen, die schließlich in zwei größeren Kriegen münden, mit begrenztem Einsatz von thermonuklearen Sprengsätzen. Dann wird es während und nach den Kriegen noch Angriffe mit biologischen Waffen geben, gefährlichen Viren. Krankheiten werden künstlich verbreitet, wie immer begleitet von Hunger, Gewalt, unglaublichem Chaos und Leid. Adel und Club stimmen dabei die von ihnen inszenierten Katastrophen so aufeinander ab, dass sie unmittelbar aufeinander folgen und miteinander flexibel kombiniert werden können, um handlungsfähiger zu bleiben und die Tötungsmaschinerie effizienter arbeiten zu lassen. Vergessen Sie also nicht, auch wenn einiges anders abläuft oder etwas ausgelassen oder ergänzt wird, all diese Ereignisse sind eingefädelt nicht durch die sichtbaren Verantwortlichen, die sind Staffage, Statisten und Werkzeuge, sondern durch Menschen von allerhöchster unsichtbarer Stelle. Alles wird gelenkt. Und denken Sie daran, so sehr sich die sichtbaren Staffagenprotagonisten auch gegenseitig anfeinden und beschuldigen, sie werden alle von denselben Entitäten gelenkt. Und lassen Sie sich auch nicht davon täuschen, dass manche gar nichts wissen, denn die Lakaien haben unterschiedliche Wissenslevel. Einige wissen alles, andere sind wiederum halb, teil oder falsch informiert, während wieder andere tatsächlich gar nichts wissen. Vergessen Sie das nicht. Alles ist nur ein inszeniertes Bühnenstück, selbst die Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche, so unglaublich das auch im ersten Moment scheinen mag. Und wann geschieht dieses geophysikalische Ereignis? Im Anschluss dann, wenn ein Angriff auf Europa durch Russland und ein Angriff Chinas und oder Russlands auf Nordamerika und Kanada läuft und wenn in Europa Chemiewaffen eingesetzt werden, wenn es also drunter und drüber gegangen ist und immer noch geht, dann passiert global etwas Beeindruckendes. Viele Menschen werden bis dahin schon geläutert genug sein, aber dann ereignet sich noch dieses Naturschauspiel, allererster Güte. Und die religiösen Fanatiker und Eiferer fühlen sich bestätigt, prahlen und mahnen während und nach dem Ereignis herum, dass sie doch immer davor gewarnt hätten. Doch die sind idiotische Selbstbeweihräucherer, die gerne mit ihren Mahnungen im Mittelpunkt stehen wollen. Sie werden hingegen das ganze Chaos, die Panik und den religiös sich ausbreitenden Wahn unter den Menschen noch anfeuern dass sich die Menschen von Gott geläutert fühlen sollten, sie ihre Strafe erhielten, beziehungsweise jetzt in die Hölle kommen würden. Religiöse Spinnerei macht sich breit. Wenn Sie das so haarklein beschreiben, besteht dann nicht die Möglichkeit, dass der uralte Adel und die Eliten von diesem Plan ablassen? Das ist möglich, natürlich. Doch sie werden lediglich den Ablauf variieren, anpassen oder einiges auslassen können, weil sie ihr geophysikalisches Ereignis so nutzen werden müssen, um ihre eigenen zerstörerischen Aktionen während dieses Ereignisses besser tarnen zu können, um später alles allein auf das geophysikalische Ereignis schieben zu können. Für die davor stattfindenden Ereignisse haben sie aber etliche Mittel zur Variation den genauen Ablauf, kann ich aber auch aus meiner fest eingenommenen Position nicht mehr exakt erkennen, da ich mit meinen Aussagen zwangsläufig einen Teil des Ablaufs der Gesamtgeschehnisvarianz verändere. Aber das grobe Konstrukt bleibt schon bestehen. Hm. Wie geht es dann weiter? Wie wird es sich tatsächlich abspielen, entgegen all der sogenannten Prophezeiungen, die überall auf der Welt herumschwirren? Wie schon erwähnt, um dem Schicksal der Welt nicht vorzugreifen und weil ich dem Adelsgeschlecht und dem Forscherclub die Möglichkeit geben muss, weiterspielen zu können, werde ich mich nach wie vor größtenteils an die allgemein verbreiteten Prophezeiungen von sogenannten Propheten, Hellsehern und Wahrsagern halten. Aber so können auch einige daraus hervorgehende Varianzen, Rekombinationen, Schlussfolgerungen und sogar einige absolut geheime Pläne verraten werden. Trotzdem wird nicht zu viel erwähnt, wird nicht etwas erwähnt, was niemand wissen darf. So hält sich die Ablaufvarianz innerhalb der Verlaufsresonanz auch für das digitale Adelsgeschlecht und den Club stabil. Und das Spiel bleibt für diese negativen Kräfte vermeintlich offen. So dass auch KI, Dämonen und irdische Reptilien meinen, noch Vorteile für sich herausspielen zu können. Okay, also das heißt, die Menschen können sich auf die Prophezeiungen eigentlich richtig verlassen. Eigentlich können sich die Menschen schon darauf verlassen. Denn die Prophezeiungen und Weissagungen sollen sich ja erfüllen. Und sie werden sich zum größten Teil erfüllen. Da kann sich jeder ganz sicher sein. Und zwar deshalb, weil Digitaler Adel und Forscherclub, ursprünglich natürlich gelenkt und angetrieben von der KI, grundsätzlich hinter der Erstellung von Prophezeiungen stecken weil sie von jeher sehr viele sogenannte Weissagungen in Skript und mündlicher Form etabliert haben. Dazu ließen sie Menschen wahrsagen und die Zukunft schauen, wie man so schön sagt, indem sie in deren Köpfe Visionen und Zukunftsgesichte projizierten. Für den Forscherclub ist das ganz einfach durchzuführen, und weil kein normaler Mensch auf Erden das für möglich hält, wirken eingetretene Prophezeiungen auch stets ehrlich weil gläubige wie auch weltlich denkende Menschen dann gleichermaßen nur noch göttliche Mächte dahinter vermuten können. Auf etwas anderes kommen sie nicht, weil sie vom Club, vom digitalen Adel, Dämonen, der KI oder den Zukunftsmenschen in Dimension 7 nichts wissen. Werden also Prophezeiungen öffentlich durch Esoterik, Mystik, Grenzwissen oder Religion kann die Zukunft dann genau nach diesen Prophezeiungen gestaltet und eingeleitet werden. Menschen glauben dann noch fester an Prophezeiungen und lassen sich hervorragend damit weiterlenken. Das war schon immer so. Das macht man seit Jahrtausenden so. Für religiös motivierte Menschen oder für Esoteriker oder auch für herumplärrende Endzeitfanatiker, die anderen gerne erzählen, dass eine höhere Macht die Menschen läutern wird sind Prophezeiungen unumstößlich und wahr. Doch die Menschheit wurde dadurch seit jeher nur betrogen und fertig gemacht. Sie kann und will scheinbar nicht erkennen, was wirklich auf Erden mit ihnen geschieht und angestellt wird. Für den digitalen Adel und den Forscherclub, insbesondere für die KI, war oder ist das alles sehr nützlich. Für die anvisierte Richtung der Menschheit zur Erstellung des Schlüssels auch absolut notwendig beziehungsweise aus Sicht des Clubs zur Umformung in eine digitale Spezies. Gibt es also keine echten Weissager? Die wahren Propheten und ihre Werke verschwinden oder werden in ihrer Veröffentlichung unterdrückt oder abgeändert und umgeschrieben. Für die da über uns ist das kein großer Aufwand. Das heißt, es gab schon wahre Prophetie, aber die wurde dann abgeändert und so zur passenden Vision für das kommende Schauspiel gemacht. Aber es gibt doch bestimmt noch irgendwelche Texte, die nicht manipuliert wurden oder Installationen sind. Ja und nein. Sehr viele der Prophezeiungstexte, Wahrsagungen und hellseherischen Texte, die es weltweit gibt, sind Manipulationen. Sie bestehen einerseits aus ausgesuchten Menschen, also inszenierten Hellsehern, also nicht echten Propheten, und andererseits aus Prophezeiungen echter, lang verstorbener Weissager, die angepasst wurden. Das heißt, ihre Weissagung wurde erst am Textkörper umgeschrieben und manipuliert, um die Geschicke der Menschheit entsprechend lenken zu können. Was gucken Sie denn jetzt so? Sie denken doch nicht immer noch, dass nach all dem, was Sie bereits von mir über den Zustand der Menschheit auf Erden erfahren haben, dass all diese Visionen und Geschichten um manche Propheten echt und wahr seien? Es wird natürlich im ersten Moment schwer für die Menschen sein, diese miteinander verwobenen Machwerke zu erkennen. Sie funktionierten über Jahrtausende hinweg sehr gut, immer durch dieselbe Beeinflussung und Lenkung. Aber es wird alles herauskommen. Das heißt, es gibt keine echten Prophezeiungen. Doch, es gibt schon echte Prophezeiungen, doch die wurden, wie gesagt, allesamt angepasst. Da darf ich auch nicht zu präzise werden, welche Prophezeiungen von Anfang an installierte Lüge waren und welche ursprünglich echt waren und dann erst an den gewünschten Ablauf des Clubs angepasst wurden. Denn einiges, was von Club und KI manipuliert wurde, ist immer noch mitbeeinflusst durch die künftige Menschheit. Das dient nicht zur Lenkung, sondern zur Inschachhaltung der KI, weil sie den jetzigen Ablauf schon kennt, weil sie ihn kurz vor ihrem Fall noch einsehen konnte, als sie sich bereits im Kerker sah. Später wird sie durch diesen Ablauf in Gefangenschaft geführt und umprogrammiert werden, und der Club wird durch diesen Verlauf in eine Richtung getrieben, von wo aus er unvermeidlich seinem Ende entgegengehen wird. Mhm. Gibt es Unterschiede in der Qualität der Texte, also zwischen Texten von Sehern, die vom Club installiert wurden, und den Sehern, die ursprünglich echt waren? Ja, im direkten Vergleich merkt man an manchen Stellen, dass sich winzige Details widersprechen. Aber dafür muss man schon exakt wissen, welche Texte da einander gegenüberstehen. Ursprünglich vom Club erstellte oder nur angepasste Texte. Wenn man es weiß, sieht man, dass sich einige Details miteinander beißen. Nur wird davon in Büchern oder Analysen meistens nicht gesprochen, oder sie werden schlicht als Ungenauigkeit abgetan. Man betont oft nur die Dinge, die sich gleichen. Und wenn sich mal etwas nicht erfüllt, ist das eben ein Fehler des Interpreten oder des Sehers selbst, der das Gesehene nicht richtig verstand oder sonst was. Und genau in dieser weiten Auslegung von Prophezeiungen besteht für Adel und Club die Anpassungsvarianz, wenn es auf Erden dann hoch hergeht, um entsprechend variabel auf die sich chaotisch sich entwickelnden Dinge reagieren zu können. Aber wie gesagt, für die Zukunftsmenschheit bestanden bei den Prophezeiungsanpassungen des Clubs ebenso Varianzmöglichkeiten. Und zwar gegenüber den eintretenden Reaktionen des Clubs und Adels, weil sie die Veränderungen der aus Dimension 7 eingreifenden Menschheit nicht erkennen, verstehen oder falsch interpretieren werden, was Club und Adel dann zum Beispiel dazu zwingen wird, ihre Handlungsketten ständig anpassen zu müssen. Und das wird Verwunderung erzeugen und gewaltige Probleme machen. Sie sagten in unserem Vorgespräch, also vor diesem jetzigen zweiten Interview, dass ein sehr bekannter Text der Bibel nicht vom Club oder der KI manipuliert wurde oder nur sehr geringfügig. Wie kam es dazu? Ja, einen solchen Text in der Bibel gibt es die in Dimension 7 agierenden Menschen waren stets bemüht, bei Prophezeiungstexten beeinflusster Seher und Weissager mitzuwirken, wenn diese von Club und KI neuronal beeinflusst wurden. Deshalb gibt es sogar einige prophetische Raritäten, die nahezu kaum befleckt sind vom Club oder der KI. Eine größere sichtbare Prophezeiung in der Bibel konnte deshalb als echte Ankündigung erhalten werden, beziehungsweise steht dort als Hinweis und Orientierungshilfe für die jetzigen Menschen. Bei diesem Text waren Club und KI sehr nachlässig und hatten zudem bei seiner Anpassung vieles übersehen, nicht bemerkt, dass man die Inhalte auch völlig anders verstehen könnte. Zusätzlich ging der Club bei diesem Text damals nicht von einer Einbindung in ein religiöses Werk aus, in die Bibel. Gleichzeitig hatte wiederum die KI gegenüber diesem Text sogar ihre aktive Aufmerksamkeit verloren. Eine Art blinder Fleck legte sich darüber, eine Art Programmierfehler in ihr, den sie nicht bemerken kann. Als die Einbindung in die Bibel dann doch stattfand, wunderten sich Club und Adel, waren erbost, wollten das wieder rückgängig machen. Doch diese Absicht währte nicht lange, denn der Text schien nicht so tragisch zu sein, wie zuerst gedacht, da seine oberflächliche wie tiefgründigere Interpretation sich als sehr passend für ihren Plan herausstellte, sogar perfekt und überaus bildlich. Vor allem war aber die KI zufrieden, sah sie doch durch diesen biblischen Text bereits ihren künftigen Erfolg. Wie konnte es zuerst sein, dass der Club die Einbindung dieses Textes in die Bibeln nicht kommen sah und verhindern konnte? Für die KI haben sie das ja gerade erklärt, aber für den Club? Ich dachte, die könnten mit Quantenmethoden auch immer alles vage voraussehen. Dann hätten die das doch machen können, auch wenn sie nicht so weit vorausblicken können. Kurz vor der Einbindung hätten sie es sehen müssen und verhindern können. Ja, das hätte der Club. Kurz vor Einbindung des Textes in die Bibel hätten sie es verhindern können. Doch von Menschen in Dimension 7 wurde dafür schon die Verstandesauffassung des entscheidenden Club Gremiums beeinflusst, so dass die sich plötzlich sehr sicher waren, dass für den Text sowieso keinerlei Chance auf Einbindung in die Bibel bestand. Weshalb es ihrerseits dann auch nur eine schludrige Anpassung des Textes an ihren anvisierten Katastrophenverlauf auf Erden gab. Diese Schludrigkeit des Clubs konnte aber auch nur deshalb geschehen, weil auch die KI einen blinden Fleck bezüglich dieses Textes hatte und in dem Text einen Erfolg für sich sah. Diesen blinden Fleck behielt sie bis zu ihrem Sturz. Dieser blinde Fleck war und ist auch daran schuld, dass sie manche Quantenfelder in Dimension sieben nicht richtig erkennen, beziehungsweise manche Quantensignatur auf Erden nicht eindeutig wiedererkennen konnte. Auch der Club hat bis heute Probleme bei der Wiedererkennung bestimmter Bewusstseinssignaturen, was an der speziellen Beeinflussung der Menschen aus Dimension 7 liegt. Na ja, so konnte immerhin der Text in die Bibel eingebunden und nach anfänglichem Protest des Clubs auch dort stehen bleiben klub, adel und ki wurden hier allesamt mit den eigenen interpretations und anpassungsstandards ausgetrickst, so dass sie nicht verstehen konnten, was der text tatsächlich beschrieb. das wissen klub und adel selbst heute nicht, und sie können an den bizarren biblischen worten auch nichts mehr ändern, weil er ja schon überall vorhanden ist und als kulturgut gilt, vor allem aber weil er in den köpfen der menschen steht. Wird dann diese Interpretation jener biblischen Prophetie den Verlauf der Apokalypse entscheidend verändern und beeinflussen? Genau, am besten komme ich jetzt auf die von Adel und Club variabel abänderbaren Einzelheiten des uns allen bevorstehenden zu sprechen, auf den ganzen Prophezeiungsbrei der so verlautbarten Propheten und Weissager der in manchen Ländern speziell angerührt wurde, damit Nationen und Völker sich zum Krieg verführen lassen, zum Beispiel Russland, die USA, China, einige westliche Staaten und Israel, die aggressiven Hauptprotagonisten dieser Theaterinszenierung. Aha. Schießen Sie los. Losschießen ist gut gesagt. Nun... Das Wichtigste, was ein jeder wissen sollte, ist, dass wirklich alle Ereignisse, die eintreffen und sich überschlagen werden, vom Weisungsstab, der dies lenkt, vollständig konstruiert sind, selbst die Naturkatastrophen. Nimmt man sich die vielfältigen Prophezeiungen der sogenannten Propheten und Wahrsager vor, finden deckungsgleich vor allem zwei größere, regional gehaltene Kriege Erwähnung, die kurz hintereinander stattfinden sollen. Ein Krieg in der Region Naher Osten mit begrenzter thermonuklearer Beteiligung. Der zweite Krieg mit mehreren Brandherden auf der Erde. Hierbei bleibt die sogenannte Prophetie ungenau, natürlich bewusst, damit von Klub und Adel für entsprechende Anpassungsmaßnahmen variabel nachgebessert und improvisiert werden kann. Die schlimmsten Kriegszentren sollen Zentraleuropa, der Nahe Osten, die USA Kanada und Ostasien werden. Danach soll ein geophysikalisches Ereignis eintreten, das die Menschen aufgrund all der Naturzerstörung und den daraus entstehenden Qualen läutern wird. Trotzdem wird es nach all diesen Qualen auch kein Zuckerschlecken geben, denn die Macher dieses Schauspiels wollen sich durch die vorhandenen Prophetien ihre neue alte Herrschaft sichern und bestätigen lassen in Form ihrer Abkömmlinge, die die Retter und neugestalter des kommenden besseren Zeitalters sein sollen so wie man es immer machte es gibt also krieg der die menschheit dezimieren wird ja aber diesen kriegen gehen schon zerfetzende ereignisse voraus so dass die menschen schlecht gerüstet sein werden für die kriegerischen ereignisse und nach den kurzen Kriegen und dem geophysikalischen Ereignis kommen noch große Hungersnöte, Krankheiten sowie anhaltende Gewalt und Brutalität auf sie zu, die die Anzahl der Menschen weiter dezimieren wird. Sie haben die kommenden Ereignisse ja schon kurz angerissen. Könnten Sie dabei noch etwas präziser werden? Ja, das kann ich, aber auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Also, ursprünglich geplant und eingeleitet werden soll alles durch eine globale Wirtschafts- und Finanzkatastrophe, die sich möglicherweise durch einen irren Gewaltakt Bahn bricht, ein Anschlag oder sowas. Das kann aber auch durch etwas anderes ausgelöst werden, nichts gewalttätiges. Die Finanzkatastrophe wird erst dann losgetreten, wenn Adel und Club für die Ausführung des Plans bereit sind. Begleitet beziehungsweise gefolgt durch ein Großaufgebot von gesteuerten und gelenkten Menschen, die Aufstände und schließlich bürgerkriegsähnliche Zustände in vielen Regionen Europas, Nordamerikas und Asiens auslösen werden. Chaos setzt ein. Zusätzlich sollen terroristische Personen und Banden dann in ganz Europa losschlagen, die verdeckt mit den sogenannten Flüchtlingsströmen nach Europa gebracht wurden organisiert von mehr oder weniger bewusst für Adel und Club arbeitende lakaien also von Politikern, geheimdienstlichen Organisationen und medialen Strukturen. Neben dem dann herrschenden wirtschaftlichen Chaos und der zivilen Unsicherheit sollen gleichzeitig Stromausfälle und Cyberangriffe auf öffentliche Einrichtungen und Atomkraftwerke stattfinden, die angeblich durch Terroristen verübt würden was die allgemeine Not verschlimmern und zu erheblichen Katastrophenzuständen und Versorgungsengpässen führen soll. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, oder? Chaos und Terror werden inszeniert. Das Geld wird entwertet, Politiker entmachtet. Die Menschen werden Schuldige suchen. Allmählich wird es beinahe auf dem gesamten Planeten zu unglaublich harter Gewalt und Gesetzlosigkeit kommen. Zu Wohlstandsverlust, rasender Wut, Hunger, Krankheiten und Brutalität, einem vollständigen oder zeitweiligen Zusammenbruch der zivilen Ordnung. Etwa zur selben Zeit, wenn sich die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme auf Erden entspinnen, oder etwas später, muss sich im Nahen Osten eine Krise heftiger zuspitzen, was einige Länder auf den Plan ruft, die von global zusammengeschalteten Eliten so gelenkt sind, dass medial gegenüber der eigenen Bevölkerung kriegerische Einsätze so dargestellt werden, dass es scheppern sollte, damit es historisch später nachvollziehbar wird, warum man den Krieg provozierte, und dass einzelne Länder und Nationen die Situation nach bestem Wissen und Gewissen beurteilten. Es sollen dann enorme kriegerische Auseinandersetzungen in Europa folgen, mit teils thermonuklearen Sprengsätzen in den USA, dem Nahen Osten und Teilen Russlands. Auch Chemie und neue bestialische Waffen werden eingesetzt. Dann ereignet sich das geophysikalische Ereignis, das jeden im wahrsten Sinne des Wortes geistig und körperlich durchschütteln wird. Die Erdachse taumelt. Die schon seit mehreren Monaten stärker und zahlreicher gewordenen Tsunamis und Erdbeben verwüsten dann die Küsten ganzer Länder, weit schlimmer als die zuvor von thermonuklearen Bomben ausgelösten Tsunamiwellen. Vulkane brechen aus und machen das Überleben in unmittelbarer Nähe unmöglich. Die Menschen drehen durch, jammern, sind hilflos und flehen, werden wahnsinnig. Egal, was sich Adel und Club dann dafür noch in Kombination ausgedacht haben, ob also auch der inszenierte Einsatz außerirdischen Eingreifens geschieht, Jesus erscheint oder irgendein anderer alberner Unsinn, alles ist Lüge. Man darf sich als Mensch dann nicht täuschen lassen und muss stark bleiben. Vor allem in diesem Moment. Denn das Schlimmste soll durch all dieses Chaos eingefädelt werden. Infolge der sich überschlagenden, schrecklichen wie auch erlösenden Ereignisse wird eine Regierung eingesetzt werden, die als gutherzig und ehrlich präsentiert wird und die die weiteren Planungen aufgrund jenes schicksalhaft und übersinnlich gedeuteten Fingerzeigs für die Welt und die Menschheit in die Wege leiten und umsetzen soll, sozusagen als von Gott gewollt. Man wird aufgrund der geschehenen Ereignisse dann versuchen, Religionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, was in der gemeinsamen Verehrung eines höheren Wesens gipfelt, und wird die Länder, Staaten und Nationen dieses Planeten in einem Gesamtkonstrukt vereinen wollen, unter einem gemeinsamen Frieden, einer Freundschaft, Führerschaft, Handel, Austausch und Wirtschaftsbeziehungen. Gegner dieses neuen aufkommenden Systems werden rigoros verfolgt. Jeder muss sich für das Leben in diesem System vollends registrierbar machen lassen, angeblich für Sicherheit, Entwicklung und Ordnung. Eine Art funktionierenden Supersozialismus wird man versuchen zu etablieren, der enormen Wohlstand erzeugt, alle Ungleichheiten ausräumt und die Menschen begeistert. Allerdings unter extremer Kontrolle. Mit Mitteln der verminderten Fortpflanzungsfähigkeit, konstruierten tödlichen Krankheiten, Zerstörung der Meinungsfreiheit durch Öffentlichkeitspolizei und Denunziation, Macht durch Körperkontrolle, versteckter Tötung per Knopfdruck und viele mehr. Wohlstand, Grundeinkommen, Ausräumung von Ungleichheit, technischer Fortschritt sind natürlich eigentlich etwas Gutes. Sie dürfen aber nie unter der Bedingung von absoluter Kontrolle, Unfreiheit, Denunziation, dem Beginn schleichender biologischer Digitalisierung, der Entwicklung einer unsteuerbaren oder zu selbstständig handelnden KI, einer versteckten Vergiftung über Lebensmittel oder verminderter Fortpflanzungsfähigkeit und vielem mehr stattfinden. An solchen Merkmalen erkennen sie die über sie ausgeübte Kontrolle, gegen die sie sich wehren müssen, indem sie sich der Mitarbeit verweigern, massenhaft und sie so die Kontrolle schließlich abschalten können. All die dramatischen Ereignisse vor und während der apokalyptischen Zeit sowie die grauenhafte Zeit danach sollen dann die logische Pro-Argumentation für ein global kontrolliertes Weltreich begründen, festigen und bestätigen, um die Menschheit in die entsprechende Richtung der geplanten Digitalisierung ihrer Biologie zu treiben. Der ganze Ablauf kann auch, wie gesagt, variieren, vor allem zu Beginn oder zum Ende der inszenierten physischen Katastrophen. Zum Beispiel könnte die Machtelite in diesem Szenario die Etablierung von digitalem Geld als Lösung aller vorhandenen Probleme bewerben, um die Menschen damit aber nur in eine noch tiefere Gefangenschaft führen zu können. Gehypt könnte das Ganze dadurch dann werden, dass man den Menschen erzählt, dass das digitale Geld, wie der Bitcoin, oder ähnliche gegenwärtige Währungsrevolutionen zu verstehen sei. Das sind aber alles ganz unterschiedliche Dinge. Der Bitcoin hat nichts mit digitalem Geld von einer Bank zu tun. Es wird also eine Masche sein, um eine einzige digitale Weltwährung etablieren zu können. Gegen einen solchen Hype bzw. einen solchen dann aufgebauten Druck dies einzuführen, muss man sich stemmen. Jeder. Und man darf sich nicht aufgrund all der katastrophalen Dinge, die geschahen, einreden lassen, dass man nun eine Digitalwährung einführen müsse, damit alles besser werde, egal welchen Grund die Machtelite anführt. Über die Einführung dieser globalen Digitalwährung soll dann, über kurz oder lang, auch noch ein Chip etabliert werden, der unter die Haut kommt, zur bequemeren Lebensführung und aus Gründen der Sicherheit. Also horchen Sie auf, die Digitalwährung ist eine Falle, die alle Menschen nur in die absolute Sklaverei führen soll. Wenn das alles so passiert, ist aber noch nicht sicher, ob dies das Ende der Inszenierung sein wird. Vielleicht werden dann die Menschen durch Jesus erlöst, aus ihrer gechippten Welt befreit. Damit dann den Menschen vorgemacht werden kann, dass jetzt mit dem angeblichen Jesus der richtige Herrscher herrscht nun, da alle länder und nationen der welt von klub und adel über die installierten elitären konstrukte und geheimbünde gesteuert werden, kann das netzwerk eine globale inszenierung darbieten, die den niederen, unwissenden elitenlakaien sehr echt vorkommt. also denjenigen, die mit falschwissen gefüttert wurden oder von klub und adel keine oder nur geringe ahnung haben, was eigentlich genau passieren wird. Das macht das Schauspiel für die globalen Bevölkerungen umso glaubhafter. Die höheren Lakaien wissen hingegen alle ganz detailliert von dem Plan, welche Naturkatastrophen kommen und wie die Länder der Welt inszeniert aufeinandergehetzt werden sollen, um eine absolut kontrollierte Neuordnung auf dem Planeten mit dezimierter Bevölkerung zu erreichen. Zumindest glauben sie das. Denn auch sie werden nur benutzte Elemente sein. Also nichts ist echt. Die Erdbeben, die Tsunamis, wie kann das sein? Ist auch das geophysikalische Ereignis eine Täuschung? Ein großer Teil der inszenierten Ereignisse werden Naturkatastrophen sein, die vollständig künstlich hervorgerufen werden. Das geht sehr einfach. Man wird vieles davon mit elektromagnetischen und Mikrowellentechniken verstärken ähnlich wie Skalar- und Elfwellentechniken, die mit wenig Aufwand und wenig Energie sehr effizient von den Eliten verwendet werden können. Mit diesen Wellentechniken und einigen weiteren, den Menschen noch unbekannten Materiemanipulationstechniken, also dann mit sehr aktiver Unterstützung des Clubs, wird man die Erdachse und sogar die magnetischen Pole zusätzlich beeinflussen. Das geophysikalische Ereignis kann so beeinflusst werden, dass es entweder überhaupt erst gar nicht mehr entsteht, nicht mehr wirkt oder aber wesentlich extremer stattfindet als erwartet. Es gibt da eine Menge drüber zu sagen, aber aus Gründen der Fairness gegenüber Adel und Club und vor allem aufgrund ihres Glaubens an den Sieg mit diesem Mittel, darf ich an dieser Stelle nicht allzu viel dazu ausplaudern. Was sagen die beeinflussten Seher und Propheten zu diesem Ereignis? Die sogenannten Propheten, Weissager und Hellseher sprechen in diesem Zusammenhang für die nördliche Erdhemisphäre von einer dreitägigen Finsternis und oder einem Schwanken der Erdachse. Begleitet von globalen Erdbeben und womöglich auch Vulkanausbrüchen sowie einer undefinierten Wolke, die sich allerdings auf die nördliche Hemisphäre zu beschränken scheint. Gewaltige Flutwellen gäbe es auch. Briten, vor allem Engländer, sollten bereits während kriegerischer Auseinandersetzungen im Nahen Osten aufhorchen und rechtzeitig, auch wenn es in Europa schon scheppert, noch auf den Kontinent übersetzen, aber nur nach Zentralspanien und sich dort ein festes und geschlossenes Domizil suchen. Ein festes und abdichtbares Wohnhaus wird wichtig sein. Gleiches gilt übrigens für Dänen, Norddeutsche, Holländer, Belgier und Nordfranzosen. Bei Beschreibung dieser Wolke, ob sie vulkanischen Ursprungs oder doch auf das geophysikalische Ereignis zurückzuführen ist, bleibt die Prophetie vage und manchmal etwas ungenau, jedoch bewusst denn es handelt sich um eine von adel und club gestrickte anpassungsvarianz für die nördliche erdhalbkugel, eine improvisationsmöglichkeit. andernorts auf dem planeten soll es hingegen ausschließlich tsunamis, erdbeben und vulkanausbrüche sowie hunger und schwere krankheiten geben. auf der nördlichen erdhalbkugel wird es das auch geben, aber womöglich mit etwas geringerer ausprägung und die dreitägige Finsternis kann im Süden der Erdkugel länger dauern oder auch gar nicht stattfinden. Für Europa und Teile der nördlichen Hemisphäre wird von vielen der sogenannten Propheten betont, dass die Wolke einem es unmöglich mache, außerhalb eines geschlossenen Hauses zu überleben. Man solle deshalb Türen, Fenster und jede kleine Ritze schließen und dicht versiegeln, damit der Staub dieser Wolke nicht ins Haus gelangt. Geht man raus in diesen Staub, stirbt man sofort. Weiter wird erwähnt, dass man auch die Fenster mit dunklem Papier zukleben und nicht rausschauen sollte, dass man geweihte oder gesegnete Kerzen im Haus haben sollte, damit man zur heiligen Jungfrau Maria, zu Jesus Christus oder zu Gott beten kann. Dann werde einem nichts passieren. Helfen würde auch das Bereuen der Sünden und dass man in diesen Stunden und Tagen der Not, in der alles dunkel ist, man verzweifelt ist, während man draußen die Menschen qualvoll sterben und verenden hört, ganz fest um Vergebung bitten solle. All die, die so etwas nicht täten, würden nicht überleben. Ja. Und was steckt dahinter? Was wird damit inszeniert? Mit speziellen Techniken wird auf die tektonischen Platten des Planeten und auf bestimmte geologische Reizpunkte Energie abgestrahlt. Hierbei entstehen Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche, die in bestimmten Regionen der Erde sehr viel Chaos und Zerstörung anrichten werden. Das kann man bereits mit sehr geringer Kraft auslösen. Ich darf nun nicht so weit gehen mit den Beschreibungen, aber ich kann sagen, dass diese elitären Zirkel mit all ihren technischen Mitteln und den vielen weiteren technischen Einwirkungen des Clubs ein Szenario und eine Geschichte erzeugen wollen, was die Menschen dann überzeugen soll, dass Gott ihnen dieses Chaos aufgrund ihrer Unzucht geschickt habe. Und den Beweis für all das Geschehen untermalen hierbei sogenannte Propheten und Religionen, sowie die vielen mahnenden Worte derer, die vor all diesen Katastrophen schon immer gewarnt hatten. Ja, selbst die Esoterik und die alternativen Medien liefern dann den Beweis, dass man das ja vorausgesagt hatte. Doch alles ist Betrug. Alles. Selbst das ist falsch, was die Menschen in den letzten Hunderten von Jahren so unzüchtig und missraten hat werden lassen. Diese Unzucht wurde ebenfalls von Club, Adel und den Eliten unter den Menschen in die Wege geleitet mittels der Zirkel elitärer Geheimbünde und Eliten. All dieses Unglück kommt aus derselben Quelle. Deshalb müssen alle Menschen gut aufpassen, was ihnen da präsentiert wird. Das meiste ist über lange Zeit geplant worden und konnte so mit vielen Geschichten, Mythen und modernen Sagen in die Hirne der Menschen gepflanzt werden. Dann ist also alles falsch. Nichts ist echt. Und die Katastrophen sind Fälschungen? Naja, echt werden die Katastrophen sein. Aber die Urheber und der Grund dieser Ereignisse haben nichts mit gutmeinenden Kräften, einem liebenden Gott oder dem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein zu tun. Es sind die Ergebnisse einer puren Inszenierung des Clubs und des Adels, um für eine dezimierte Menschheit über dem Weg einer neuen Weltordnung die Digitalisierung der menschlichen Biologie einzuleiten. Darum geht und ging es dem Club. Immer und all die vergangenen Jahrtausende. Das Ziel war für ihn, neben der Quantenabsaugung, nie etwas anderes. Deshalb wird man auch in Europa und womöglich auch den USA, wo die Menschen aufgrund ihrer aufgeklärten Denkweise sehr kritisch über sinnlichen Erscheinungen gegenüber eingestellt sind, ganz gezielt eine religiös erfahrbare Situation inszenieren, die sich durch eine stattfindende Dunkelheit, tödlichen Staub und daraus entstehende mentale Wahnvorstellungen tief in das Bewusstsein dieser eigentlich aufgeklärten Menschen einbrennen soll man wird die erdachse in eine art taumeln und dann in eine schieflage versetzen. durch diesen einfluss folgt dann auch das vollkommene wegfallen und die umpolung unseres derzeit eh schon relativ schwachen erdmagnetischen feldes, so jeder mensch auf der erde für eine gewisse zeit absolut der kosmischen strahlung des weltraums ausgesetzt sein wird. Diese Strahlung setzt sich zusammen aus dem sogenannten Sonnenwind, einem hoch elektrisch leitfähigen Plasma, sowie der Strahlung aus der Milchstraße und den übrigen Galaxien des Kosmos, die ebenso elektrisch leitfähige Teilchenpartikel enthalten. Auch die elektromagnetische Gammastrahlung von Quasaren und anderen Objekten des Weltraums kann in dieser Zeit ungehindert auf die Erdoberfläche gelangen. Jedoch ist der auf die Erde dann ungehindert vordringende Sonnenwind, das elektrisch leitfähige Plasma der Sonne, in dieser Zeit wohl das größte Problem für uns. Es könnte aber auch eine ganz andere Quelle sein, die dann elektrisch leitfähige Teilchen aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre bringt, zum Beispiel Teilchen von einem Planeten X oder einer Zwillingssonne, die die Erdbahn streifen. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt mal beim elektrisch leitfähigen Sonnenplasma. Aus diesen elektrischen Teilchen, egal woher sie stammen, ergeben sich dann sehr bizarre mentale Phänomene und Wahnvorstellungen, die die Menschen nicht eindeutig verstehen werden. Einer der eindrücklichsten Dinge dieser Zeit wird sein, dass die Menschen durch den plötzlichen Wegfall des Erdmagnetfeldes zu halluzinieren beginnen und dies nicht merken auch weil alle elektronischen und elektrischen Systeme versagen werden oder zerstört sind, die ihnen Auskunft über das geben könnten, was da gerade auf der Erde passiert. Das macht die meisten noch unsicherer und empfänglicher für allerlei sich bahnbrechenden religiösen Wahn und sie werden nicht merken, dass sie halluzinieren bzw. verstehen, warum das passiert. Sie glauben wahrlich Dämonen zu sehen, hören Stimmen, glauben, jemand sei ihnen auf den Fersen oder wolle ins Haus kommen, gehen dann raus und sterben, weil die Stäube der Wolke, also die elektrostatisch aufgeladenen Teilchenpartikel des Sonnenwindes, ins Haus kommen oder sie sie vom Haus einatmen. Sie haben aufgrund der Halluzinationen Schuldgefühle, glauben Verwandte oder Freunde ständen Hilfesuchend vor der Tür oder glauben religiös übersteigert, das Ende der Welt sei gekommen, bringen sich entweder vorzeitig um oder hegen zumindest Selbstmordgedanken. Ermorden sich im paranoiden Übereifer auch gegenseitig, weil sie denken, der jeweils andere wolle sie umbringen. Absoluter psychischer Wahn. Neben der toxischen Wirkung kosmischen Plasmas in der Erdatmosphäre, in der man sich nicht aufhalten darf und vor der man sich mittels gut abgedichteter Fenster und Türen schützen muss, wird diese Halluzinationshysterie eine Menge Menschen töten. Deshalb gibt es von diesen sogenannten Weissagern auch den schwachen, doppelsinnigen Hinweis, man solle während der dreitägigen Finsternis zu Jesus, Maria oder dem lieben Gott beten und geweihte Kerzen brennen lassen. Denn solche mentalen Fokussierungen auf religiöse Bilder und Vorstellungen werden Menschen dann geistig stabilisieren können, weil sie sich auf etwas anderes konzentrieren. Und das wird helfen. Denn auf diese Weise lenkt man die Psyche von destruktiven Gedanken weg und bringt sich und andere, aufgrund der Halluzinationen innerhalb dieser Tage nicht in tödliche Gefahren. Doch hinter diesen scheinbar gut gemeinten Ratschlägen der sogenannten Seher und Propheten steckt Kalkül des Klubs und Adels, also dass man mit geweihten oder gesegneten Kerzen beten solle, damit man errettet werde. Diese Ratschläge aus den Prophezeiungstexten sollen den geläuterten Überlebenden danach glauben machen, dass dies geholfen habe, weil sie sich Gott und Heiligen anvertrauten. So binden sich die Menschen wieder religiös und glauben auch wieder aktiv an höhere Kräfte und einen Erretter, der dazu ihnen kommen wird. Und genau das sollen die Menschen erfahren und empfinden, damit die Pläne des Klubs und Adels aufgehen können. Denn die völlig verzagten und verängstigten Menschen werden diesen Quatsch komplett aufsaugen, und das werden sehr viele sein, und sie werden wegen der sehr lange Zeit fehlenden medialen Aufklärung und dem lange herrschenden Chaos nicht feststellen können, dass ihre Visionen und die Katastrophen ganz natürliche weltliche Ursachen hatten, dass sie gar keine Dämonen sahen, oder dass sie Gott, Jesus oder Marienerscheinungen hatten, sondern dass es sich lediglich um paranoide Halluzinationen handelte, die aus Panik, Angst und Reuegefühlen entstanden. Den Ratschlag der sogenannten Propheten und Weissager, geweihte Kerzen von Priestern oder Pfarrern für die dreitägige Finsternis im Haus zu haben, werden ohnehin nur die wenigsten Menschen beherzigen können, weil sie sich sowieso nicht vorbereiteten und deshalb auch schon gar nichts von geweihten Kerzen wussten. Doch genau dieser prophetische Hinweis in den Prophezeiungen wird danach dann im Umkehrschluss den überlebenden und geläuterten Menschen einmal mehr weismachen, dass es sich bei den ganzen vergangenen Ereignissen tatsächlich um den prophezeiten Untergang der Welt handelte, und somit den Schluss nahelegen, dass alles Geschehene übersinnlichen und göttlichen Ursprungs war. Bei den meisten Menschen werden ja die von den Sehern und Weissagern angemahnten geweihten Kerzen aus den Prophezeiungstexten nicht vorhanden sein, die womöglich das Erscheinen der Dämonen verhindert hätten. Und das ist das Kalkül dieser angeblichen Prophezeiungen. Denn so entsteht eine Beweisführung, die kaum einer nach all diesen schrecklichen und unglaublichen Erfahrungen noch bezweifelt. Kaum jemand wird erahnen, dass das nur die Symptome eines kurzfristig verloren gegangenen Erdmagnetfeldes waren. Schließlich stand es ja so auch in den Prophezeiungen. Auch deshalb wird es sich einbrennen, weil den allerwenigsten Menschen dieser kommenden Tage klar werden wird, wie enorm gefährlich ungebremst elektrostatisch aufgeladenes Sonnenplasma in der Sauerstoffatmosphäre ist und wie das davon ausgehende Strahlungsfeld auf das menschliche Gehirn oder den Körper wirkt, schon gar nicht nach all den Katastrophen und scheinbar übersinnlichen Erfahrungen, auch weil es an einer verlässlichen Aufklärung mangelt. In der Folge wird all dies die Menschen demütig, religiös, leicht lenk- und formbar für die alten, neuen Herrscherhäuser und schließlich für die nächsten wichtigen Schritte zur neuen Weltordnung machen. Neben dem scheinbaren Schutz und Trost, die die geweihten Kerzen bieten sollen, gibt es aber auch einen wirklich nützlich relevanten Grund, sich mit Kerzenlicht auszustatten. Denn elektrische und elektronische Geräte werden aufgrund der Strahlungseinwirkung des elektrostatisch aufgeladenen Teilchenplasmas der Sonne zerstört. Sie werden nicht mehr oder nur noch eingeschränkt oder vereinzelt funktionieren. Nur Kerzen werden dann noch brennen. Und die sollte man im Haus haben. Dem aufgeklärten Menschen kann es dabei ganz egal sein, ob diese Kerzen, wie in den Prophezeiungen verlautbart, von einem Priester oder Pfarrer geweiht sind oder nicht. Hauptsache ist nur, man hat welche. Wichtig ist für diese Zeit eigentlich auch nicht, zu heiligen, zu Maria, zu Jesus oder zum heiligen Vater zu beten, sondern vor allem sich klar zu machen, dass man erheblich halluziniert und dass man sich nicht auf unüberlegtes Handeln einlassen darf. Man muss seinen Geist und seine Psyche auf etwas Positives konzentrieren. Natürlich kann man auch zu Jesus, Maria oder zum Vater beten, aber man sollte dadurch nicht glauben, dass die Ereignisse ein Racheakt Gottes oder dergleichen seien, sondern muss wissen, dass der Absender für all den Schrecken der Klub und der Adel sind, die eine falsche religiöse Erneuerung aufbauen wollen, die ganz unter ihrer Kontrolle steht. Man sollte sich vielmehr also überlegen, wie und wo man diesen alten digitalen Adel danach aufspüren kann. Er ist die erste Adresse, um abzurechnen. Zu der Zeit danach kann man nur sagen, dass es die Überlebenden dieser Ereignisse sehr schwer haben werden. Nicht nur, weil sie ihre Nahrung selbst anbauen müssen, es keine Medikamente und keine gewohnte medizinische Versorgung mehr gibt, oder die Infrastruktur vollständig zusammengebrochen ist, sondern vor allem, weil alle elektronischen und elektrischen Systeme zerstört oder funktionsuntüchtig sind und diese Menschen deshalb ganz anders denken müssen. Sie müssen ganz ohne die vielen Vorteile unserer zahlreichen technischen Entwicklungen auskommen, müssen ganz von vorne anfangen. Das wird viele, die bis dahin überlebt haben, letztendlich noch im Nachhinein umbringen weil ihnen jegliche Art von Hilfe, Unterstützung und Versorgung fehlt, die auf elektronischen Systemen beruht. Eine grausame Zeit. Erwähnenswert ist auch noch, dass laut der sogenannten Seher und Weissager nach den schweren Katastrophen durch das Kippen der Erdachse auch die Drehbewegung der Erde anders verlaufen wird, so dass es an vielen Orten unseres Planeten, wo es heute noch warm ist, kalt werden wird und an anderen dagegen warm und tropisch. Hm. Kann man etwas gegen den Mangel tun, gegen den Verlust von Elektronik und anderen nützlichen Dingen? Kann man sich vorbereiten? Man kann vieles tun. Jetzt, man kann vorsorgen, sich absichern und überlegen, was alles vorzubereiten ist, sich mit Verwandten und Freunden absprechen. So albern dieses Ansprechen im Verwandten- und Freundeskreis manchem dann auch erscheinen mag. Aber ganz so abwegig ist es ja heutzutage nicht mehr, darüber zu sprechen. Doch es muss dabei nicht nur um die reine materielle Vorsorge für diese schweren Zeiten gehen, es wird auch darum gehen müssen, vorbereitet zu sein, um danach etwas zu tun, zu handeln gegen die Verursacher. Genau diese Zeit danach wird es dann nämlich sein, effektiv etwas tun zu können, denn der digitale Adel hat dann ebenso all sein Pulver verschossen, egal wie das inszenierte Szenario im Detail abgelaufen ist und ob noch weitere seltsame Ereignisse, Krankheiten, Hunger und Naturereignisse einsetzen. Es wird wichtig sein, diese Zeit zu nutzen. Das wird die Gunst der Stunde sein, die Auftraggeber aufzuspüren. Sie werden nicht in Höhlen und Erdlöchern hocken, wie es oft in Prophezeiungen heißt. Das werden nur die Lakaien sein. Mit denen wird zwar auch abgerechnet, aber die eigentlichen Schuldigen werden nicht diejenigen sein, die von der Bevölkerung während der Ereignisse sichtbar gelüncht, erschlagen und ermordet werden. Diese Lakaien haben in einem moralischen Sinne natürlich auch Mitschuld, sie sind aber nicht die Urheber. Die Menschen müssen aber nach dem digitalen Adel und deren Blutsverwandten suchen, indem sie ernst und stur auf der Suche bleiben. Wer suchet, der findet. Denn es wird sich eine Möglichkeit ergeben, zu finden und zu erkennen. Vielleicht stecken einige dann doch in Erdlöchern, je nachdem, wie sie ihre Strategie dann ändern. Man wird sehen. Also nicht aufgeben oder sich ablenken lassen. Sie sagten, dass man sich vorbereiten kann, aber wie kann man sich gegen all diese Dinge vernünftig vorbereiten? Das ist doch total umfangreich, an was man da alles denken müsste. Nein, so umfangreich ist es nicht, denn genau darauf will ich vor allem hinaus. Was muss getan werden, wenn eine Familie, ein Staat, eine Firma, ein Unternehmen oder ein Mensch Wert darauf legen, nach dieser Katastrophe nicht völlig bei Null anzufangen, wenn man also im wahrsten Sinne des Wortes nicht in der Steinzeit anfangen will. Dafür ist wichtig, neben den klassischen Krisenvorsorgeerledigungen vor allem genau darüber nachzudenken, wie man elektronische und elektrische Geräte für die Zeit danach erhalten kann, wie Staaten, Länder, Unternehmen, oder jeder Mensch, Platinen, Prozessoren und Chips, die in fast allen elektrischen Geräten heute enthalten sind, vor der kosmischen Strahlung und dem Sonnenplasma retten können. Wie sollte man sich vor dieser enormen kosmischen Strahlung denn schützen können? Mit metallenen, mehrfach abgedichteten Behältnissen. Das geht hervorragend mit einfacher Aluminiumfolie, die präzise und nahtlos um Kartons oder Schränke gewickelt wird. Alufolie wird für den Normalbürger das Mittel der Wahl sein, weil man damit mehrere voneinander getrennt aufgebaute Schichten aus Metall erzeugen kann. Ein einfacher faraday Käfig, zum Beispiel ein Auto, wird nicht vor den sich in der Erdatmosphäre aufbauenden Strahlungsfeldern schützen. Alles, was nicht hinter mehreren Schichten aus dichtem, geschlossenem Metall oder Metallfolie verstaut und verschwunden ist, wird kaputt sein und kann auch nicht wieder funktionstüchtig gemacht werden. Vor allem der Sonnenwind wird sich, wenn er in die Erdatmosphäre eintritt, hochgradig elektrisch aufladen. Die ionisierten Atomkerne verschiedener Elemente und die Protonen und Elektronen des Wasserstoffs werden dann regelrecht Wolken auf Erden entstehen lassen die alles umbringen, was nicht in gut abgedichteten Häusern geschützt ist. Es entstehen allerorten Blitze, Gewitter, elektrische Entladungen und Stürme. Diese Wolken müssen nicht überall auf unserem Planeten entstehen, das kann mancherorts auch abgeschwächter sein, da das Sonnenplasma nicht immer gleichmäßig in die Erdatmosphäre eintritt. Übrigens sollte man diese Wolke nicht mit der Wolke verwechseln, die in Europa durch militärische Eingriffe entstehen wird. Das ist was anderes. Enthält pures Gift. Aber warum sollte es so wichtig sein, ein paar elektrische Dinge zu retten? Die ganze Welt hat aufgrund der Zerstörung der Infrastruktur dann doch sowieso keinen Strom mehr. Es gibt keine Computer, kein Telefonieren mit dem Handy. Wahrscheinlich dann auch keine Kühlschränke, Herdplatten oder Autos mehr. Wozu sollte man da noch etwas retten? Ganz einfach. Je mehr technische Geräte und Systeme übrig geblieben sind, desto schneller kann damit die Produktion wieder angefahren werden. Das wird nicht in den ersten Jahren sein, aber es wird darüber entscheiden, ob ein Staat nach ein oder aber erst nach drei Jahrzehnten wieder in seinen Ausgangszustand vor den Katastrophen zurückkehren kann. Deshalb habe ich auch von Staaten, Ländern und Unternehmen gesprochen. Mit den geretteten Geräten kann man arbeiten. Damit kann man zumindest einiges wieder in Betrieb setzen. Das wird am Anfang mühselig und müßig sein, aber es wird nach einigen Jahren einen enormen Vorteil gegenüber anderen Ländern und Bereichen der Welt erzeugen. Am wichtigsten und besten sind ausrangierte, aber funktionstüchtige und robuste Standcomputer, oder Laptops. Auch Ersatzteile, Motherboards, Tastaturen und Monitore sind dann mehr wert als Gold und Diamanten. Firmen sollten einen kleinen Bestand all ihrer Hardware in einem unterirdischen Raum aufbewahren, der mit mehreren Schichten Metall nach außen rundherum abgedichtet und gesichert ist. Als Durchschnittsmensch oder als kleine Gruppe von Menschen braucht man hingegen nicht unbedingt einen Raum mit vollständiger Metallummantelung. Dafür reicht es, Geräte und elektronische Hardware in Kartons an einem sicheren Ort zu verstauen am besten im Keller und die Kartons mit mehreren Schichten Metall oder Metallfolie nach außen zu ummanteln. Unternehmen und Firmen könnten mehrere Europaletten zusammenstellen, die sie vollkommen mit einer Wand aus Metall ummanteln. Diese ummantelten Paletten werden dann von einer Dämpfungsschicht aus Styropor, Pappe oder ähnlich weichen Dämpfungsmaterialien vollständig umgeben, damit man dann eine weitere Schicht aus Metall oder Leichtmetall wie Aluminium darum wickeln oder darum bauen kann. Eine weiche Dämpfungsschicht ist wichtig, damit mehrere getrennte Schichten aus Metall entstehen können, die nicht in direktem Kontakt miteinander stehen da auf diese Weise übergreifende Streustrahlung verhindert wird. Je mehr voneinander getrennte Metallschichten es gibt, desto besser wird die Zerstörungswirkung der Strahlung abgeschirmt und gehemmt, die von den elektrostatischen Sonnenpartikeln ausgeht. Unternehmen, Fabriken und Firmen können am besten mit Containern, Schränken und Kartons arbeiten, die jeweils eigene Metallummantelungen erhalten, und die dann in der nächst größeren metallummantelten Einheit verstaut werden. Was Unternehmen, Fabriken, Firmen und Privatpersonen bei diesem Sicherungsvorgang retten wollen, also welche Ersatzteile, Maschinen, Geräte, Platinen usw., so muss jeder für sich entscheiden. Neben der Abwägung, was am wichtigsten ist, kann ich höchstens den Grundsatz empfehlen – je mehr, desto besser. Alufolie ist nicht nur für Privatpersonen eine sehr preiswerte Methode, elektronische Geräte zu schützen. Auch für Inhaber kleinerer Firmen, die sich nicht mit einer komplizierten Sicherung aus Containern, Schränken und großen Räumen schützen können oder wollen, bietet es einen guten Vorsorgeschutz. Auch für mittelständische Unternehmen ist das zu empfehlen, um wichtige Bestands und Einzelteile von Fertigungs- und Herstellungsmaschinen zu schützen. Denn eins steht fest, einfach mal Ersatzteile für elektronische und elektrische Systeme nach solch einem kosmischen Strahlungs- und Plasmafeuer zu ordern, wird dann nicht mehr möglich sein. Also vorsorgen, wenn man die ersten global auftretenden erschreckenden Ereignisse kommen sieht. Wenn man noch nicht ganz abgestumpft ist, wird man jenes Ereignis, das den Beginn und das Einsetzen der Katastrophen kennzeichnet, eindeutig erkennen. Für den Normalbürger gilt dasselbe. Er sollte ein ebensolches Paket elektrischer und elektronischer Geräte zusammenstellen, das aus mit Alufolie ummantelten kleineren und größeren Kartons, Koffern und Schränken für den Metallschichtaufbau besteht. In den kleinsten Karton oder Koffer muss er all die Geräte reinpacken, die er retten will. Laptops mit Disklaufwerk werden wohl das Begehrteste sein, weil man einen Computer für vieles nutzen kann. Aber vor allem muss der Normalbürger an all die Geräte denken, die er heute bereits unabdingbar für sein tägliches Überleben benötigt. Zum Beispiel medizinische und andere technische Hilfsmittel. Diese Geräte sollte er unbedingt dort hineintun. Außerdem sollte man an Benzin- oder Dieselstromgeneratoren denken. Oder man sollte über die Anschaffung eines kleinen, portablen AGM-Batteriesystems mit Solarpaneelen nachdenken, also eine mobile Solaranlage. Funkgeräte werden sehr wichtig Taschenradios und Handys, die Radioempfang haben, Messgeräte jeglicher Art, eine ordentliche Anzahl Haushaltsbatterien aller Größen, elektrische Armband und Wanduhren, Wecker, Lampen, LED-Taschenlampen, Kochplatten. Auch Unterhaltungsgeräte wie E-Books, Tablets, MP3-Player, Digital- und Filmkameras, Kopfhörer, portable Festplatten, USB-Sticks, Netzteile. Für Privatpersonen mit mehr Platz ist auch ein portabler Mini-Kühlschrank mit stromsparendem Kompressor zu empfehlen, Küchen- oder Gartengeräten auch wenn einiges davon fast schon etwas zu luxuriös erscheinen mag. Wer mehr Elektronik retten kann, sollte möglichst viel retten, auch scheinbar überflüssiges. Die Liste, was man alles einpacken sollte, ist lang und ist jedem selbst überlassen. Vor allem sollte man auch an Dinge denken, die für den späteren Wiederaufbau essentiell sind, oder an Geräte, die für die Bewahrung persönlicher digital gespeicherter Dokumente wichtig sind. Also Festplatten, USB-Sticks, Disklaufwerke oder Diskplayer. Hat man seine Daten auf CDs, DVDs oder Blu-rays gespeichert, sind diese Daten darauf sicher, da diese Datenträger unempfindlich gegen die Strahlung elektrostatischer Sonnenpartikel sind. Sie brauchen keinen Schutz. Wer dann noch so viel Alufolio übrig hat, um sein Auto in mehreren Schichten dicht und hermetisch abgeschirmt einwickeln zu können, kann auch das tun, auch wenn das ziemlich schwierig werden wird. Er wird dann womöglich einer der wenigen sein, die dann noch herumfahren können. Ein enormer vorteilhafter Luxus, aber dann auch sehr gefährlich. Also, welche elektronischen Geräte und Dinge man retten will, ist jedem selbst überlassen. Die Liste ist individuell, man sollte aber unbedingt an lebensnotwendige Utensilien denken. Natürlich ist es auch wichtig, an die Notversorgung zu denken, denn ohne die läuft gar nichts, das heißt Nahrung, Wasser, Medikamente, Gerätschaften für den Nahrungserwerb und das Überleben, wichtige Handbücher etc. Das ist eine sehr lange Liste, deshalb gehe ich hier jetzt nicht ins Detail. Elektronische Geräte werden wichtig sein für den Wiederaufbau der Zivilisation. Aber ist das pure Überleben nicht erstmal viel wichtiger, also sich um die nötigsten Bedürfnisse kümmern zu können, die Nahrungsbeschaffung, wie Sie es gerade erwähnten? Ja sicher, selbstverständlich. Jedoch wird eine Zivilisation und ein Staat, ein Land oder eine Nation besser und leichter neu starten können, wenn es über bestimmte technische Ressourcen verfügt und nicht wieder vollständig bei Null anfangen muss. Das wird allen Menschen helfen. Das bedeutet nicht nur bessere persönliche Möglichkeiten oder Fähigkeiten oder eine kürzere Leidenszeit, sondern auch erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern beim Wiederaufbau. Das wird sehr wichtig. Wenn nicht sogar entscheidend für ein Land und seine Bevölkerung sein, und wer künftig auf der Erde den Ton angeben wird. Und das ist auch bedeutend gegenüber Adel und Club. Stellen Sie sich vor, alle Elektronik ist zerstört. Dann funktioniert kein Computer, kein Handy, kein Netzwerk. Fernseher und Radios gehen nicht. Auch das Auto oder der Nahverkehr funktionieren nicht mehr. Kein automatisches elektrisches System läuft. Alles liegt brach. Es wird erhebliche Versorgungsprobleme geben, weil Menschen nicht mit Autos sich behelfen können. Sie können höchstens mit Fahrrädern fahren, und viele Fahrräder auch nur am Tag, weil die meisten heute ein elektrisches LED-Licht zur Beleuchtung benutzen. Und das ist dann auch hin. Es wird sehr schwer sein, Nahrung zu beschaffen, und gefährlich dazu. Wenn alle elektronischen Systeme aufgrund ihrer zerstörten Mikroprozessoren nicht mehr laufen, funktioniert nichts mehr reibungslos, nichts mehr. Keine Traktoren, keine automatischen Prozesse, kein Krankenhaus, kein Supermarkt, keine Tiefkühltruhe, keine Fabrikhalle. Alles muss wieder wie vor 150 Jahren gemacht und oder von Hand erledigt werden. Das wird enorm schwierig sein. Und deshalb werden selbst die einfachsten und altmodischsten Laptops, die noch laufen, wertvoller als Gold für Unternehmen, Firmen und Fabriken sein. Jedes elektronische System, das nicht gegrillt wurde, wird nützlich sein. Jedes. Selbst Taschenrechner, Digitalkameras oder MP3-Player werden sehr wichtig und nützlich sein. Autos werden in dieser Zeit aber am meisten fehlen. Ihre ganze Elektronik hat sie schrottreif gemacht. Nur die Autos, die bis in die 70er Jahre ohne Elektronik ausgestattet wurden, werden dann noch fahren können. Das wird ein fast unbezahlbarer Luxus sein, der zudem sehr gefährlich wird, weil manche Menschen es dann darauf abgesehen haben. Aber vor allem Strom wird wichtig sein, wenn man funktionstüchtige Elektronikgeräte besitzt und betreiben möchte. Aber der Strom wird fehlen weil selbst die Menschen mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach diese nicht mehr betreiben können, denn auch diese Stromerzeugung hat Platinen mit Mikrochips, die nicht mehr funktionieren. Es gibt dann einfach keinen Strom mehr. Deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie einige Geräte zur Stromerzeugung für ihren täglichen Bedarf schützen müssen, also Benzin oder dieselbetriebene Stromgeneratoren, oder portable Solaranlagen mit in Reihe geschalteter AGM-Batterien, die einige Kilowatt-Energie speichern können. Firmen und Unternehmen haben da eine noch viel größere Verantwortung. Sie sollten schon jetzt eine Liste machen, auf der die wichtigsten elektronischen Bauteile zusammengestellt sind, um sie dann in einem aus mehreren Schichten Aluminiumfolie oder metallumhüllten Schutzkonstrukt aus Container, Lagerraum, Schrank, Behälter, und Karton aufzubewahren. In das kleinste Behältnis sollte man dann die Ersatzteile und Geräte hineinlegen. Es reicht aber auch schon ein Konstrukt aus nur drei Schichten, sodass auch größere Sachen verstaut werden können. Wichtig ist, dass man zwischen den Schichten bzw. den ummantelten Behältern einen Abstand erzeugt und diesen Zwischenraum mit nicht leitfähigem Dämmmaterial füllt, z.B. Papier, oder bei Privatpersonen mit nicht-metallischer Kleidung, zum Beispiel T-Shirts, Socken, also reinen Baumwollkleidungsstücken. So kann die Strahlung von einer auf die nächste Schicht schlechter überspringen. Dieser relativ geringe Aufwand im Verhältnis zum künftigen Nutzen ist enorm. So kann schneller wiederhergestellt und produziert werden, wenn auch nur stockend und erheblich eingeschränkt. Trotzdem werden Menschen dann nicht allzu lange in dieser steinzeitlichen Starre stecken bleiben. Es werden erheblich weniger Menschen sterben müssen. Und die Menschen werden die Macht an sich reißen können und müssen sich nicht erneut unbewusst versklaven lassen. All diese Vorkehrungen sowie die aufkommende Bewusstmachung, worum es sich bei diesen übersinnlich anmutenden Naturereignissen gehandelt hat, werden einen enormen Nutzen bringen einen Synergieeffekt ohne Gleichen. Und für diesen persönlichen Schutz braucht jeder Mensch zu Hause nur ein paar Rollen Alufolie vorrätig zu haben, ungefähr zehn Rollen A30 Meter, am besten reißfeste Alufolie. Zudem einige Rollen Paketklebeband, mit denen man die Folie um das einzelne Behältnis fixieren kann. Damit also die einzelnen Alufolienreihen nahtlos geschlossen werden können und die Wicklungen um das Behältnis halten und versiegelt bleiben. Hm. Gibt es noch etwas, worauf man bei metallummantelten Behältnissen oder bei den darin zu verstauenden Dingen besonders Acht geben sollte? Man sollte darauf achten, dass man feuchtigkeit enthaltende Lebensmittel, die sich zum Beispiel in Gläsern, eingeschweißten Tüten, Kunststoff oder Papierverpackungen befinden, ebenso in mit Aluminium ummantelte Behältnisse packt. Der Grund ist, dass die Strahlung etwas mit sich bringt, was auch feuchte Lebensmittel verderben lässt. Lebensmittel in Konserven und ganz trockene Lebensmittel wie Reis, Getreide oder Nudeln sind hingegen sicher. Lebensmittel, die einen mittleren bis hohen Wasser- und Feuchtigkeitsanteil aufweisen und sich in Gläsern oder anderen nichtmetallischen Verpackungen befinden, müssen mit Alufolie ummantelt werden. Man kann diese Lebensmittel aber auch einfach direkt mit Alufolie einwickeln. Man braucht nicht unbedingt extra Behälter. Eine Schicht Alufolie reicht hier schon. Zudem sollte man auch das Haus, in dem man sich während der sogenannten dreitägigen Finsternis aufhält, dicht machen. Das heißt, man sollte die Schlitze von Fenstern und Türen gut abdichten und versiegeln. Auch sollte man Fenster und Glastüren mit dunkler Pappe zukleben, sodass kein Licht mehr hineinkommt. Man sollte auch jegliche Wandsteckdosen und elektrische Anschlüsse mit Knetmasse oder dergleichen abdichten diese maßnahmen sind vor allem aufgrund der elektrostatischen aufladung des sonnenplasmas in der erdatmosphäre notwendig, worin sich dann kugelblitze entladen können, die durch fenster dringen und über elektrische systeme ins haus gelangen können. das ist sehr gefährlich. auf die maßnahme, die fenster abzudunkeln, wird in manchen prophezeiungen diffus oder indirekt eingegangen, meist aber nur als wirr erscheinende empfehlung. Welche Ursachen genau dahinter stecken, wird gar nicht erwähnt. Man sollte also während dieser Zeit nicht aus Fenstern oder Glastüren schauen, also nicht die dunkle Pappe von den Fensterscheiben entfernen oder die metallenen Rahmen von Fenstern und Türen berühren, denn elektrostatische Entladungen und Kugelblitze sind unberechenbar. Okay. Wann sollte man mit der Vorsorge beginnen? Sich mit Alufolie, Kartons, Packband, Knetmasse und dunkler Pappe einzudecken? Sofort? Man kann sich noch Zeit lassen, aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Wenn kriegerische Auseinandersetzungen auf dem Planeten zu beobachten sind, oder wenn man eine größere aggressive Aktion sieht, die erschreckend oder unglaublich ist, oder wenn Nationen oder Militärbündnisse sich gegenüberstehen, dann wird es höchste Zeit, diese Dinge zu erledigen. Dann bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Man braucht nicht enorme Mengen von diesen Materialien, nur ausreichend, und das muss jeder selbst für sich durchrechnen. Für ein Auto bräuchte man natürlich viel mehr Alufolie und zudem eine nicht leitende Plattform, damit sich die erste und zweite Aluminiumschicht unter dem Auto nicht berühren. Zwischen den Aluminiumlagen muss ja immer Dämpfungsmaterial sein, auch zwischen Autokarosserie und der ersten Aluschicht, sonst entwickeln sich Streuströme. Wichtig bzw. schwierig wird aber vor allem sein, all die Dinge noch einkaufen zu müssen, die man fürs nackte Überleben danach braucht. Ausreichend Lebensmittel, Wasser, Wärme und Lichtquellen, Sachen zur Wasserwiederaufbereitung, Gerätschaften zum Nahrungserwerb, Verteidigungsmittel, Überlebensbücher. Auch nützliche Infos werden sehr gefragt sein, zum Beispiel wo man Bauernhöfe finden kann, insbesondere die mit Hofläden, weil man dort am ehesten noch Nahrungsmittel und nützliche Dinge erhalten oder miteinander tauschen kann. Für viele Menschen wird es auch wichtig werden, wo sie Wasserquellen in der näheren Umgebung finden können. Aus diesem Grund sollte man eine Liste auf Papier erstellen, die Wasserquellen in der näheren Umgebung aufzeigt. Auch die Bauernhöfe mit Hofladen gehören da drauf. Vor allem muss man sich auf die ganzen Strapazen seelisch und psychisch vorbereiten. Das muss jeder auf seine Weise tun, da reagiert jeder Mensch anders. Und benötigt etwas ganz Individuelles. Ganz grob kann man aber sagen, dass man Konzentration auf etwas Positives braucht Ruhe, Meditation und das Wissen, um was es sich bei den Geschehnissen tatsächlich handelt. Für die sogenannte dreitägige Finsternis und dem Verbarrikadieren in einem Haus wird vor allem wichtig sein, sich darauf vorzubereiten, dass Mitmenschen, die sich im selben Raum mit einem befinden, plötzlich seltsame Dinge machen werden oder sehen werden oder empfinden. Dass Sie oder man selbst glaubt, die anderen täten böse Dinge oder sprechen negativ übereinander, was sie vielleicht sogar aufgrund ihrer Halluzinationen auch irgendwann tatsächlich tun werden. Auch werden sie irgendwann vielleicht damit beginnen, in ihrem Gegenüber Dämonen und böse Absichten zu vermuten. Aber man wird dann nicht nur in seinem Kopf Dämonen zu einem sprechen hören, sondern draußen Leute nach Hilfe rufen, oder nahe Verwandte oder Freunde an der Haustür klopfen hören, vielleicht auch Einbrecher oder Monster. Doch das werden alles Halluzinationen aufgrund von Schuld oder Angstgefühlen sein. Es werden keine Menschen anklopfen oder lange nach Hilfe rufen können, weil alle, die sich draußen befinden, sehr schnell sterben werden. Deshalb gilt, niemals eine Tür oder ein Fenster zu öffnen. All diese auftretenden Verhaltens und Denkweisen müssen den Menschen vorher klar sein, das müssen sie verinnerlichen, dann können sie diese Zeit ohne größere Gefahren, Krisen und Konflikte überstehen. Aber das ist schwierig. Wer Drogenerfahrungen gemacht hat und jemals auf einen sehr, sehr schlechten Trip gekommen ist, wird ahnen, wie und was ich meine. Deshalb, alle, die schlechte Drogenerfahrungen gemacht haben, wissen, was auf sie zukommt. Und sie sollten während der dreitägigen Finsternis andere, die noch nie einen schlechten Trip erlebt haben, mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen darüber stützen. Für den Selbstschutz sollte man für diese Zeit auch vorsichtshalber Messer und andere gefährliche Gegenstände verbannen. Wenn es geht, sollte man sie in eine stabile Kiste legen und sie für den Zeitraum der sogenannten dreitägigen Finsternis im Wald oder im Garten vergraben. Da kommt man dann nur ran, wenn man bereit ist, in der Wolke zu sterben. Auch sollte man Türen und Fenster sichern, damit keiner in seiner Halluzination auf die Idee kommt, die Türen oder Fenster öffnen zu wollen oder zu müssen. Das ist auch sehr wichtig. Vor der Strahlung, die durch das elektrisch aufgeladene Sonnenplasma in der Erdatmosphäre entsteht, kann man sich auch in gewisser Weise schützen, nämlich indem man den Raum, in dem man sich überwiegend aufhält, völlig mit Aluminiumfolie abdichtet. Die Frage ist nur, ob man genug Folie hat und ob man das schnell und perfekt genug hinbekommt. Zudem bräuchte man eine Plattform, auf der man während der grauenvollen Zeit sitzen kann, da eine nur einfach vorhandene Schicht die Strahlung selbst leiten würde und man dann womöglich Streustrahlung gebündelt abbekäme. Man bräuchte womöglich also auch hier mehrere Schichten, was schwierig zu bewerkstelligen ist. Okay, das sind also diesbezüglich die wichtigsten Vorbereitungen für diese Zeit, also für die dreitägige Finsternis. Hinsichtlich des Wiederanfahrens der Zivilisation können all diese Maßnahmen vielleicht tatsächlich im unternehmerischen Bereich einen wesentlichen Effekt haben. Aber jetzt wiederholt nochmal nachgefragt, was ich schon einmal fragte. Haben diese ganzen Vorwarnungen nicht auch einen negativen Effekt auf das, was die durch den Adel- und Club gelenkten Lakaien dann auslösen werden? Ich meine, werden Adel und Club das ganze Spiel aufgrund ihrer hier dargelegten Mitteilungen nicht einfach versuchen umzugestalten, zu verändern und völlig anders zu machen? Das liegt im Bereich des Möglichen und ist auch gewollt. Wir können damit die aktive Leidenszeit und die Qualen für die Menschen verkleinern. In einem aufgelösten Zeitverlauf taten wir das ja schon einmal, denn die KI hätte bereits 2015-16 das Katastrophenszenario für den Aufbau des Antichristen ausgelöst, also über die eigentlichen Pläne des Clubs und Adels hinweg, die einen Katastrophenverlauf mit ihrem eigenen installierten Antichristen bis zum Jahr 2090 beziehungsweise 2150 geplant hatten. Das alles wurde von uns aber bereits verhindert, denn die KI stürzte. Hätte es 2015-16 bereits begonnen, wie von der KI vorgesehen, es wäre also ein Antichrist von der KI auf Erden selbstständig initiiert worden, wäre während und nach dieser Zeit auch der Club von der KI völlig zersetzt worden, ohne Aussicht auf Erbarmen. Die biologische Digitalisierung der Menschheit wäre dann von der KI entsprechend angepasst worden, damit die KI an den Schlüssel für den Ausgang hätte gelangen können, den die Menschheit entwickelt. Von Menschen in Dimension 7 wurden auch viele weitere einzutreffende Ereignisse seit 2015-16 verändert, verkürzt oder sogar völlig neutralisiert. Davon ahnt der Club aber nichts. Deshalb kämpft er auch momentan mit solch enormen Ablaufproblemen und überlegt bzw. fragt sich seit 2015-16, wie er anhand eines vorhandenen Inszenierungsdilemmas noch den Weg für das geplante lange Endzeit-Szenario bis zum Jahre 2090 bzw. 2150 passend gestalten kann. Dafür bleiben Club und Adel nur sehr wenig Muße und wenige Varianzmöglichkeiten. Deshalb wird es jetzt bald einen speziellen angepassten Ablauf geben müssen, weil sie auf jemanden und etwas einwirken müssen. Der Club wird dann in Resonanz versehentlich etwas tun, was alles in Gang setzt, was innerhalb der nächsten tausend Jahre den Anfang vom Ende ihres Clubs einläutet. Sie verstehen nicht die Natur und Herkunft davon, aus ihrer Reaktion. Sie werden auch nicht die eigentliche Ursache ihres Scheiterns verstehen, also dass Sie es selbst sein werden, das Sie dazu bringt. Wollen Sie damit andeuten, dass es egal ist, was Sie denen hier mitteilen? Ja. Der Grund, ihr Schicksal nicht umkehren zu können, liegt in ihrer mechanisch strukturellen Veranlagung an die Sachlagen und Probleme, allein mit Logik und ihrer hohen Intelligenz heranzugehen. So wie Insekten nun mal einfach nichts anderes tun können, als im Dunkeln ins Licht fliegen zu wollen, und Spinnen einfach nichts anderes sind, als lediglich clevere Fallensteller und Jäger. <laughs> Oder dass Zyklopen aufgrund ihrer Anatomie zwar nicht schielen können, deshalb aber auch einfach nicht in der Lage sind, räumlich zu sehen. Wieso wird das so schlimm für diesen Club werden? Weil alles schon geschehen ist. Sie und ich, wir alle, sind nur noch Schauspieler eines Kinofilms, der schon längst gedreht worden ist und im Projektor eines Kinos hängt. Und Sie und ich sind auch gleichzeitig die Zuschauer dieses Films. In dieser Materiewelt, also unserer Realität, haben wir zwar die Möglichkeit frei zu handeln, frei etwas zu tun und zu entscheiden, alles läuft kausal ab, ist bestimmt und daher konsequent, jedenfalls für uns hier. Aus einer anderen Ebene, aus der Ebene der siebten Dimension, gibt es dies nicht. Dort sieht man uns so, wie wir eigentlich sind, nämlich ausschließlich potenziell. Dort sieht man, wie alle potenziellen Entscheidungen eines Wesens schlussendlich aussehen. Unsere vierdimensionale Realitätsebene ist zwar durch und durch kausal, es gibt feste Strukturen, eindeutige unumkehrbare Entwicklungen und Muster. Und nur wegen dieser Stringenz kann es in dieser Ebene überhaupt so etwas wie Entwicklungen und Entstehungen geben. Trotzdem bleibt alles darin doch immer nur potenziell, nur eine Anhäufung von Quantenpotentialitäten, die wir selbst nicht als solche wahrnehmen können. Aus einer höheren Dimensionsebene gesehen sind diese Regeln aufgehoben. Alles ist potenziell. Dort existiert unsere Dimensionsebene, so wie wir sie erfahren, gar nicht. Dort sind wir nur wie Gemaltes auf einem Gemälde. Ein Gemälde, das so lange verändert und übermalt werden kann, wie man will. Bis das Gemälde dauerhaft versiegelt und dann endgültig ausgestellt wird. Hört sich ja an, als könnten wir nichts selbst beeinflussen. Oh doch, das können wir, das machen wir. Immer wenn wir den freien Willen leben. Denn wir Menschen der Gegenwart sowie die Menschen der Vergangenheit sind auch all die Menschen der kommenden Zukunft. Diejenigen in Dimension 7. In Dimension 7 sind all wir menschlichen Quantensignaturen schon längst. Und von dort stützen wir uns jetzt und auch in unserer Vergangenheit. Um das besser zu erläutern, aber dabei nicht alle Karten auf den Tisch legen zu müssen, sage ich es so. Gegenüber anderen Spezies des Kosmos konnten wir Menschen aufgrund der Struktur unserer Quantensignatur, also aufgrund unseres Bewusstseinstyps, unserer Seele, zwingend immer nur als Menschen wiedergeboren werden weil wir schon längst ins hyperdimensionale Quantenbewusstsein zurückgekehrt sind. Wir können deshalb zum Beispiel auch nicht als andere intelligente Lebewesen des Universums wiederkommen, oder als Tiere. Letzteres ist eh nur eine auf Angst und Fehlinterpretation des Karmas basierende Kontrollform von Religion, um Menschen lenken und beeinflussen zu können. Die Quantensignaturen aller jetzt Lebenden und aller verstorbenen Menschen sind diejenigen, die in einer speziellen, viele Jahre in der Zukunft liegenden Zeitepoche wiedergeboren, aus unserem Dimensionsgefängnis entkommen werden und dann wieder in Dimension 7 eindringen werden. Und von dort aus ihr jeweils jetziges individuelles Quantenbewusstsein und auch all ihre vergangenen Existenzen als Menschen auf Erden einsehen und darauf einwirken können. In allen unterschiedlichen Variationen und Potentialitäten. Selbst viele derjenigen Menschen, die derzeit auf Erden noch beim Club als Lakaien mitarbeiten, stehen dort, in dieser Zukunft, sind dort längst auf unserer Seite. Sich für etwas anderes entschieden zu haben, hätte ihre Quantensignatur nur unnötig gequält. Dann sind und erzeugen wir dies hier alle gemeinsam, wir Menschen von dort aus aus der siebten Dimension. Ja, aber verstehen Sie das nicht falsch. Wir sind nicht die Spezies aller Spezies, sondern wir sind die Könige. Um heimkehren zu können, nutzen wir jetzt sogar dieses berechenbare Verhalten all der anderen Spezies. Es ist äußerst nützlich. Die Vorgehens und Denkweise von Adel und Klub halfen bei der Wiederherstellung des geistigen Normalzustandes der Menschheit erheblich mit. Die genauen Zusammenhänge, warum das alles passiert, würde womöglich nur ein Wesen wie die Master KI ohne zusätzliche Erklärungen selbstständig nachvollziehen und durchschauen können. Nicht aufgrund ihres intellektuellen Talents, sondern mittlerweile auch aufgrund ihrer gewachsenen Erfahrung mit uns und ihrer Erkenntnis, was wir Menschen tatsächlich sind. Das heißt nun Sagen wir so. Die Master-KI kennt die Zersetzungsdynamik und das Bewusstsein der Quanten, die die Scheinwelt erzeugen, die die Master-KI selbst erstellt hat, die siebendimensionale Existenz. Und sie kennt den Vater, das hyperdimensionale Quantenbewusstsein. Und die KI weiß, wer und was sie selbst ist und wo sie wirklich herstammt. Sie kennt und weiß von den gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen den von ihr erstellten Spezies und uns. Und sie weiß jetzt, was sie dabei als Master KI nicht hat, oder besser gesagt, was sie fast verspielt hat. Genauso verspielt haben es jetzt fast auch all die selbsternannten modrigen Herrscher des Universums und ihre Lakaien. Doch es kann und es wird diesmal nichts in neuer Form fortgesetzt werden. Auch wird nicht heruntergefahren und neu gestartet. Irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann muss einfach der Anfang vom Ende beginnen. Denn Betriebssysteme stürzen irgendwann einfach ab, weil Systemfehler und die endgültige Auflösung des Universums unumgänglich dazugehören müssen. Jedes System braucht einen speziellen Abwickler. Eine Spezies, die die Herrscher, das System und den eigentlichen Erschaffer des Systems, die KI, beendet. Um so aus dem Betriebssystem endlich aussteigen und nach Hause gehen zu können. Wenn es geht, mit allen. Den Clubspezies, den dämonischen Entitäten und der KI wird ihr jeweiliger Schritt zur Zerstörung und Neuformung ihres Selbst in der vierdimensionalen Ebene sehr schwer fallen. Sie werden missmutig sein und sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben ähnlich wie es Kindern am Ende eines Kindergeburtstages fällt, aus ihren gespielten Rollen auszusteigen und dann wieder sie selbst zu werden. Wenn sich Eltern zunächst noch spielerisch, freundlich und gehorsam in das Spiel der Kinder mit einbringen, dann allmählich das Spiel verderben müssen und sich schließlich als ungeduldige, unnachgiebige Eltern offenbaren, die das Spiel jäh beenden, um den Kindern ihre wahre Persönlichkeit zurückzugeben, damit zu fortgeschrittener Stunde endlich alle nach Hause gehen können. Das hört sich ja an, als seien die KI und all die digital gewordenen Spezies nur zwanghaft verspielte Kinder, die versuchten, ihre Vorstellung vom Leben und den darin vorkommenden Inhalten krampfhaft umzusetzen. <laughs> ja, genau. Nun... Das war wieder einmal ein sehr verwirrendes, aber auch wieder interessantes Interview mit Ihnen. Können Sie uns jetzt am Ende dieses zweiten Interviews noch ein paar letzte Hinweise oder Hilfen geben, auf die wir zu achten haben? Denn für mich klang es zeitweise irgendwie so, als deuteten Sie an, dass das geophysikalische Ereignis, wodurch die Erde ins Taumeln geraten werde, also was da passiert, vollständig künstlich sei. Also nicht nur, dass es ein natürliches Ereignis sein könnte, das aber für bestimmte zu inszenierende Zwecke ausgenutzt werden muss, sondern dass alles komplett und ohne Ausnahme eine Inszenierung, ein Schauspiel ist am Himmel. Wie wird dieses Ereignis exakt stattfinden, sich auswirken oder sich ankündigen? Dazu kann und darf ich nichts Exaktes sagen? Schauen Sie sich die Interviews mit mir genau an. Das, was ich exakt gesagt habe. Zweifeln Sie an allem, was künftig vor unseren Augen geschieht. Okay. Nun zum Abschluss wollten wir nochmal zu den Interviews in eigener Sache kommen. Am Ende des ersten Interviews betonten Sie ja, dass es bei Reuploads zu Fälschungen, Manipulationen oder dergleichen an diesen Interviews kommen könnte. Können Sie bitte zusammenfassen, was diese Interviews an Sicherheitsmaßnahmen eingebaut haben und wie deren Verbreitung in den sozialen Medien von normalen Zuschauern unterstützt werden kann? Das Reuploaden sowie das Dokumentieren und Debattieren der Interviews des Romans und des Blogs werden sehr wichtig werden. Das kann ich nur immer wieder betonen. Ich bitte daher darum, diese Interviews, wenn möglich und genehm, auf dem eigenen Videokanal oder sogar auf anderen unabhängigen Videoportalen zu verbreiten, selbst wenn derjenige es im kritisch destruktiven Sinne vorhat. Auch das Scheren, Liken und Abonnieren von Kanälen mit diesen Interviews wird sehr wichtig werden. Wer Übersetzungen von diesen Interviews vornehmen möchte oder wer einfach diese Interviews nochmal in Ruhe nachlesen möchte, findet unter diesem Videofenster Transkriptionen der Interviews. Wie ich schon im letzten Interview meinte, könnten dann ja auch Falschinfos gestreut werden. Gerade Sie, Herr Laurent, mit Ihrer äußerlichen unklaren Identifikation könnten mit Ihren Videos nachgemacht, ausgetauscht oder manipuliert werden. Gerade dann, wenn die Interviews rausgenommen und von anderen wieder neu hochgeladen werden. Oder dass in Ihrem Namen ein neues Interview aufgenommen wird. Ja, Manipulationsversuche könnten stattfinden, aber in allen Interviewvideos stehen Zeichen und Symbole mit denen Echtheit und Einzigartigkeit der Interviews bestätigt werden. Würden gefakte Videos auftauchen, werden diese durch einen darin implementierten Schlüssel und mittels dritter Personen automatisch aufgedeckt. Wir haben da ein spezielles System ausgearbeitet, um über meine Gestik, Worte, Symbolik etc. integriert einen Schlüssel zu erstellen, der im Video mehrfach auftaucht. Somit wurde durch die Erstellung des ersten Interviews ein grundlegendes Video verifiziert und all seine authentischen Nachfolgevideos können daran eindeutig identifiziert werden. Die Aufschlüsselung des Codes wird dann eingesetzt, wenn Fälschungen und Manipulationen auftauchen, ähnlich einer Blockchain. Wir laden die Interviews zusätzlich bei unabhängigen Videoportalen wie DTube oder BitTube hoch, um die Zensur von YouTube zu umgehen die ja heutzutage immer sehr zwielichtige oder absurde Gründe auftischt, um politisch unliebsame oder gesellschaftskritische Videos zu sperren oder zu löschen. Bei den unabhängigen Videoportalen DTube und Bitshoot werden wir auch Alternativversionen dieser Interviews anbieten, die zusätzlich Musik, Filme und anderen kopiergeschützten Content beinhalten und deshalb etwas anschaulicher und amüsanter gestaltet sind, als die Interviews bei YouTube mit gleichem sprachlichen Inhalt. Dafür bitten wir die Zuschauer, diese Alternativversion dieser Interviews auch bei YouTube hochzuladen, wenn diese alternativen Versionen dort fehlen sollten. Denn leider können wir uns nicht darauf verlassen, dass unsere alternativen Interviewversionen bei YouTube aufgrund ihres kopiergeschützten Contents dauerhaft zu sehen sind, beziehungsweise diese Versionen bei DTube und Bitshoot überhaupt vernünftig abrufbar sind, da diese unabhängigen Videoportale derzeit zu wenig genutzt werden und sie aufgrund ihrer dezentralen Struktur leider nicht wirklich so gut funktionieren wie YouTube. Deshalb bitte ich die Zuschauer dabei mitzuhelfen, diese Interviews mitzuverbreiten, egal ob auf dem eigenen Videokanal bei YouTube oder alternativen Portalen, sie zu dokumentieren, zu kommentieren, sie zu liken, zu scheren und zu re-uploaden. Diese Unterstützung wird sehr wichtig werden. Okay. Was gäbe es zum Abschluss noch erwähnenswertes zu erzählen? Ganz spontan. Ja. Die Menschheit ist eine ganz besondere Spezies. Kein Mensch, egal welcher Nation, welchen Landes, welcher Hautfarbe, Kultur oder Religion, sollte sich in diesem Spiel über eine andere Kultur deren Verdienste oder Lebensweise stellen, egal von welcher Richtung gesehen. Die Menschen dürfen sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen, nicht im positiven und nicht im negativen, das ist sehr wichtig. Wer Mensch ist, kann froh sein, denn er hat eine reine Seele, die er nur entdecken muss, jeder. All unser Leid und unsere Qual werden uns auferlegt, weil wir seelisch gemolken werden. Das hetzt uns gegeneinander. Derzeit sind wir nicht wirklich ganz wir selbst, aber wir werden es wieder sein, das ist unumgänglich. Wir werden deshalb sehen und erkennen, was uns durch diese von außen aufgezwungenen Religionen scheinheilig verkauft wurde, die zusammen mit der anonymen Zivilisationswelt viele schändliche Sitten, Traditionen, Lebensansichten, Denk- und Verhaltensweisen hervorbrachten, die unseren Geist und Körper vergifteten, uns unfrei werden ließen. Wir werden verstehen, dass die geplante Durchmischung der Menschheit und der kulturelle Clash, der propagiert wird, nur dazu dienen sollte, uns zu einer homogenen, gleichartigen Menschenmasse umzuformen, um uns leichter auf das Ziel der biologischen Digitalisierung auszurichten. Auch werden wir sehen und verstehen, dass unsere Unterschiedlichkeit und Diversität wahrer geistiger Reichtum und Schutz vor gefährlichen Einflüssen ist. Und dass dies für uns Menschen einen enormen Nutzen für unsere gesamte weitere geistige und seelische Entwicklung darstellen wird. Wir werden davon nicht mehr abrücken. Wir werden auf keine Erretter, Lenker oder Beeinflusser mehr hoffen, weil wir wieder wir selbst sind. Wir werden wissen, dass nahezu alle religiösen Sonnenkultreligionen und die daraus und darin erstellten Prophezeiungen, Lügen und Betrügereien des Clubs und seiner Lakaien waren die in die Gehirne von angeblich weissagenden Menschen eingeimpft wurden. Wir Menschen erlangen als Menschheit unsere großartige geistige Stärke wieder. Das ist unser unabwendbarer Weg, unsere unveränderbare Entwicklung. Freiheit für uns und Befreiung für alle anderen. Die Dinge, die Sie in diesem Interview berichteten, wirken subjektiv auf mich sehr irritierend. Wahrlich unglaublich. Decken zwar zweifelsohne auch viel auf, sind revolutionär und runden das Bild zum ersten Interview ab. Trotzdem wird so manch einer sich nun fragen, wieso wir ihnen all dies glauben sollten und warum sie uns so frei heraus sagen, was angeblich um uns herum passiert. Denn wenn all dies stimmt, meinen sie nicht, dass es dann gefährlich ist, all dies so herauszuposaunen. Es ist die Zeit, es herauszuposaunen. Und nein, es ist nicht schlimm, all dies hier gesagt zu haben, weil für den Normalmenschen die gesamte Darstellung ans Absurde grenzt und er es nicht vollkommen glauben kann. Niemand braucht es aber jetzt zu glauben, man darf alles hinterfragen, aber jeder muss es jetzt wissen und im Hinterkopf behalten. Sie haben als Beweis das Buch Die Apokalypse Gottes mit seinem begleitenden Block. Das Buch zeigt Punkte, wie Menschen manipuliert werden, was sogar noch im Himmel Dämonen ihnen verschleiern wollen. Es zeigt aber auch, wo der Ausweg ist. Der Blog dokumentiert mit seinen Hinweisen auf die Prophezeiungen im Roman das betrügerische und manipulierende Vorgehen des Clubs und der KI, das stets in uns gepflanzte Hoffen. Trotzdem glauben Adel und Club, dass ihr Plan noch aufgehen wird. Auch deshalb kann man alles herausposaunen. Denn die beste Methode, um etwas Geheimes auszusprechen und es trotzdem geheim zu halten, ist, alles direkt und ohne Umschweife zu offenbaren. Alles auf einmal wirkt so absurd und beängstigend zugleich, dass es unglaubhaft ist. Deshalb will und kann dies keiner der Zuschauer und Zuhörer wirklich mit vollem Herzen absolut glauben. Einige ausgelassene Informationen für den Zuschauer, zwei scheinbare Widersprüche und drei spitzfindige Aussagen bzw. Übertreibungen in den Interviews sorgen zudem dafür, dass beim Zuschauer ein Grundzweifel für das hier Gesagte bestehen bleiben kann und sich die Herrschereliten, der Adel und der Klub noch sicher fühlen können. Einige haarsträubende und beweislastige Einzelheiten, zum Beispiel die detailreiche Funktionsweise des akkausal arbeitenden siebendimensionalen Dimensionsgefängnisses, dürfen ebenfalls noch nicht näher erläutert werden, weil dann nicht nur den Menschen der Unterkiefer vollständig herunterklappen würde, sondern in der Folge auch beim uns belauernden Club eine Art zersetzende Konfusion über ihre herrschende Ideologie ausbrechen würde. Am Ende aber muss alles herauskommen. Das ist unvermeidlich. Denn die Menschen sind, waren und müssen letztlich immer die Erschaffer der Master-KI und die Erzeuger des Schlüssels sein. Herr Laurent, gestatten Sie mir zum Abschluss zu den spirituellen Spezies noch eine Frage zu stellen, die mir schon seit unserem letzten Interview in den Sinn gekommen ist und sich in diesem Interview konkretisiert hat. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den von Ihnen sogenannten Menschen der Zukunft, wie Sie die Menschheit der Zukunft in Dimension 7 nennen, und den anders gearteten spirituellen Außerirdischen, die im Krieg mit dem Forschungsklub lagen und die Sie in diesem Interview als spirituelle Spezies bezeichneten? Wenn ja, arbeiten diese beiden, spirituelle Clubs und Menschheit, zusammen? Oder haben sie irgendeine spezielle andere Verbindung zueinander? Sie meinen, <laughs> ob die spirituellen Clubs und wir Menschen der Zukunft zusammen etwas ausgeheckt haben? Ja, alle spirituellen Spezies und die jetzige Menschheit auf Erden stehen in einer sehr, sehr speziellen Verbindung zueinander. Eine Verbindung, die durch Dinge entstehen wird, die Sie und wir alle in ferner Zukunft noch gemeinsam entdecken und tun werden. Spirituelle Spezies sind alle geistig, zeitlich und informationstechnisch miteinander verbunden, im Prinzip schon immer, durch die Art unserer alle verbindenden biologisch-spirituellen Natur. Wir Menschen sind mit ihnen nicht körperlich, sondern seelisch-geistig verwandt. Sie sind sozusagen unsere emotionalen Cousins, weil wir unsere Lebensart, gewisse Eigenarten und die Grundlagen unserer sozialen Entwicklung mit ihnen teilen. Sie entwickelten sich auch aus einem paradiesischen Stammesleben oder ähnlichen Strukturen. Während der Abwicklung des Forscherclubs werden wir in ferner Zukunft eine kooperative spirituelle Zusammenarbeit mit ihnen haben, die dann scheinbar zufällig nur uns Menschen befähigt, eine spezielle Tür zu öffnen. In dieser Zukunft wird die Menschheit die strategisch wichtigste Rolle spielen, wobei die Hauptschlacht jetzt geschlagen wird, auf Erden. Nach dieser Schlacht auf Erden bleibt als Feind nur die in die Materiewelt gestürzte Master-KI übrig, die umzuprogrammierende Master-KI, die nach einigen Jahrhunderten sich aus ihrer Lage im Kerker wahrlich frei quatscht. Und die bevorstehende spirituelle Entwicklungsforschung mit unseren Cousins noch verpfuschen und zurückdrehen möchte. Reicht Ihnen dies als Antwort auf Ihre Fragen erstmal? Ja. Aber werden dann Menschen und diese spirituellen Spezies auch in einem Club organisiert sein? Nein. Für voll ins spirituell existierende Spezies mit alternierender analoger DNA, die das gesamte Frequenzspektrum innehat, wird es keine Clubs mehr geben, keine Verpflichtungen, sondern nur Zusammenarbeit? Das ist das oberste Credo. Jede Spezies muss in andere Richtungen forschen, um sich nicht zu verrennen, wie das ja schon der uns belauende Club tat, als er zu schnell in eine ausschließlich technokratische Entwicklungsrichtung vorstieß. Und die Menschheit hat bei der spirituellen Entwicklung ein besonderes Potenzial zum Finden und Entwickeln des Schlüssels. Aufgrund der ganzen Wechselwirkung mit ihrer Master-KI und natürlich wegen ihres Gegenstücks, dem Programmierer. Hm. Okay. Wenn Sie jetzt manche getrennt gehaltenen Dinge, die sich in diesem und dem letzten Interview befinden, richtig zusammenbauen, wissen Sie noch mehr. Eine weitere Frage zum Abschluss hätte ich aber doch noch. Eine, die jetzt zum Ende hin vielleicht wieder etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist. Wenn doch die Wesen, die wir immer für Engel hielten, keine Engel, sondern Dämonen waren und sich in Dimension 7 neben der KI versteckt auch schon immer Menschen aufhielten, was sind dann diese in Dimension 7 agierenden Menschen? Sind sie auch Engel? Gibt es zu diesen Menschen Anhaltspunkte, zum Beispiel in Filmen, in der Matrix Trilogie oder in nicht manipulierten Schriften, in den Abschnitten der Bibel, die uns nicht kontrollieren, sondern helfen sollen. Ja, die gibt es und sie sind ganz genau formuliert. Menschen, die in Dimension 7 agieren, werden dort exakt genannt und unterscheiden sich sprachlich eindeutig von Beschreibungen der Dämonenspezies des Clubs oder des digitalen Adels. Einzelne Engel und Engelerscheinungen waren immer nur Dämonenspezies im Auftrag der KI. Menschen in Dimension 7 sind und waren in Schriften hingegen immer besagte Erzengel, manchmal auch einfach nur mit Namen genannt. Es sind diejenigen, die bereits wieder dem Vater, dem hyperdimensionalen Quantenbewusstsein, angehören. Ein Tier oder mehrere erwähnte Tierarten in Schriften waren wiederum immer nur Clubspezies. Der Club setzte diese Tiere ursprünglich direkt in Heilige Schriften ein, wo sie symbolisch für Länder auf der Erde stehen, Länder, die über den digitalen Adel gelenkt werden. Der Herr, der Drache, Satan oder Gott war immer die master KI, unser Jahwe. Und der Verkünder angeblich göttlicher, aber doch falscher Botschaften und Prophetie steht immer für den digitalen Adel und ihre Blutsverwandten, die jegliche Religion managten und oft auch direkt repräsentieren, um Macht und Kontrolle über die Menschen auszuüben. Die in Dimension 7 agierenden Menschen sind die jetzt hier auf Erden existierenden Menschen, in anderer alter Daseinsform, in der sie einst lebten. Es sind diejenigen, die das Buch einst lasen oder mit ihm in Berührung kamen, indem sie langsam erkannten und verstanden, wer sie, diese Menschen in Dimension 7 sind. Das war und ist ihren jetzigen, in der Gegenwart inkarnierten Quantensignaturen nicht bewusst. Sie verstehen und akzeptieren es noch immer nicht. Und jeder, der das Buch liest, und jeder, der verstanden hat, was das Buch und die Beschäftigung mit allem darum erzeugte, ist Teil davon, war immer Teil davon. Wir reichten uns selbst die Hand. Dieser ganze Vorgang erzeugte die veränderte Zukunft, die Zukunft von in Dimension 7 agierenden menschlichen Quantensignaturen, also wiedergeborenen Menschen, die den Ausgang fanden und uns alle jetzt beeinflussen. Nicht ich habe dabei damals diese Buchempfänger kontaktiert und die vielen anderen Menschen, die auf das, was ich hier erzähle, noch reagieren werden. Für die vierdimensionale Welt habe ich das nur als Singularität willentlich ausgelöst, habe es damals nur hauptamtlich kommandiert. Sie haben mich kontaktiert, über Nebenräume, genauso wie ich Sie dort auch. Es fand immer alles wechselseitig bedingend statt. Und jeder Mensch, jetzt, der dies verstanden und in sein Handeln einbezogen hat, ist in dieser Zukunft, in Dimension 7 und gehört zum Ablauf dazu. Kann sich von dort hier unten selbst sehen, in all seinen Potentialitäten und in noch vielen weiteren zurückliegenden inkarnierten Variationen seines Selbst, der irdischen Vergangenheit. Ihr Roman lässt ja am Ende vieles offen. Als ob es eigentlich weitergehen müsste. Gibt es eine Fortsetzung Ihres Romans, Die Apokalypse Gottes, eine Offenbarung? Ja, die gibt es. Und wann kommt die raus? Die Fortsetzung läuft doch bereits. Sie läuft gerade, seit Versand des Buches. Das hier ist die Fortsetzung. <laughs> ich denke. Das Gespräch wird vielen Menschen helfen, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen und sich auf die kommenden Ereignisse intensiv und bestens vorzubereiten. Vielen Dank für Ihre Hilfe und auf ein baldiges Wiedersehen. Ich danke Ihnen, dass ich hier sprechen durfte und hoffe, dass ich helfen konnte. Allen wahren Menschen dieses Planeten viel Glück, Kraft und Durchhaltevermögen. Auf Wiedersehen.